So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer meiner Meinung nach sehr wichtigen Veranstaltung mit dem wunderbaren Titel Rücktritt vom Fortschritt, warum der Rechtspopulismus den Feminismus bekämpft. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben zu kommen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass es auch einige Männer hergeschafft haben. Das ist immer ein bisschen ein Thema bei diesen Feminismusdebatten, dass es sehr weiblich noch dominiert ist. Das Problem haben wir bei anderen Veranstaltungen ganz und gar nicht. Da ist eher immer das Gegenteil der Fall. Also ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben und hier sind. Wenn Sie möchten, können Sie auch gerne ein bisschen weiter nach vorne kommen. Dann sehen Sie ein bisschen besser, können Sie ein bisschen besser auch mitdiskutieren. Und ja, ich würde sagen, antifeministische Tendenzen sind nichts Neues. Die sind aber vor allem auch in letzter Zeit, wenn man sich in Europa ein bisschen umschaut, in Polen, in Ungarn, da gibt es Debatten, neue Abtreibungsgesetze, dann ob Gender-Studies überhaupt noch relevant sind, ist ein großes Thema. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Entwicklungen, wie zum Beispiel die österreichische FPÖ, die vermehrt eigentlich feministische Themen für sich inkludiert, vor allem auch im Kontext von Migration, in dem Sinne, dass sie sagen, wir sind jetzt die Hüter und Beschützer unserer österreichischen Frauen, die in Gefahr sind vor den Migranten. Also das ist etwas eher relativ Neues, würde ich sagen. Wir haben eine Frauenministerin, die gesagt hat, sie möchte das Frauenvolksbegehren nicht unterzeichnen, das geht ihr teilweise zu weit, obwohl es sich, wie wir wissen, nicht um einen Gesetzesentwurf handelt. Wir werden dazu vielleicht noch ein bisschen was hören mit der Vertreterin vom Frauenvolksbegehren. Wir hatten dieses Jahr in Österreich vor allem auch zu Beginn des Jahres einen eklatanten Anstieg an Frauenmorden. Das war ein großes Thema. Die Koalition hat es dann auch aufgegriffen. Interessanterweise letztes Jahr aber genau in diesem Bereich auch Gelder gekürzt. Also es sind sehr viele Paradoxitäten hier da und sehr viele Unstimmigkeiten. Und ich freue mich, dass wir ein wundervolles Panel haben, die das heute mit uns diskutieren werden. Ich freue mich, dass wir auch einen Mann am Panel auch haben natürlich, der Hannes Svoboda. Die Gina wird das heute moderieren. Es ist ihre letzte Veranstaltung, es ist heute ihr letzter Tag bei uns. Sie hat ein Praktikum gemacht und die Veranstaltung selber organisiert und zusammengestellt. Herzlichen Dank dafür. Und ich heiße Sie noch einmal willkommen im Namen des International Institute for Peace. Mein Name ist Stephanie Fenkert, ich bin die Direktorin und ich hoffe, dass wir eine angeregte Unterhaltung auch haben werden, danach auch eine Question-and-Answer-Session und damit übergebe ich das Wort an die Gina. Viel Vergnügen und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Stephanie, für deine einleitenden Worte. Von mir auch großes Dankeschön für euer Erscheinen hier und auch ein großes Danke an die Redner und Ihnen hier. Ich freue mich sehr, dass es so kurzfristig auch geklappt hat und ich beginne jetzt einfach mal mit der Vorstellungsrunde direkt. Rechts von mir sitzt Frau Lunacek. Sie begann ihre berufliche Karriere mit dem Aufbau und der Mitarbeit im Frauenhaus in Innsbruck. Sie war lange Zeit Nationalratsabgeordnete für die Grünen, dort intensiv mit Gleichstellungspolitik befasst, unter anderem 2009 bis 2017 war sie EU-Abgeordnete für die Grünen in Österreich, in Brüssel. Dort war sie wieder in einigen im Sinne von zahlreichen Ausschüssen aktiv, auch wieder befasst mit Frauengleichstellungspolitik und Genderpolitik. Sie war Vorsitzende der LGBT-Intergroup des Europaparlamentes und Vizepräsidentin des Europaparlamentes. Sie war außerdem Spitzenkandidatin der Grünen im Jahr 2017 und ist dann nach einer Wahlniederlage zurückgetreten von ihren politischen Ämtern. Seitdem ist sie freiberuflich tätig und heute ist sie hier bei uns. Danke für die Einladung. Dann zu meiner Linken. Dann ist zu meiner Linken Frau Judith Götz. Sie ist Literatur- und Politikwissenschaftlerin und Doktorandin im Bereich Didaktik der politischen Bildung am Zentrum für LehrerInnenbildung der Uni Wien. Sie ist Lehrbeauftragte an unterschiedlichen Universitäten und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit und im Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus. Ganz rechts außen sitzt Shifteh Hashemi. Sie ist Obfrau vom Frauenvolksbegehren in Wien.
Dort wird sich für die Rechte von Frauen eingesetzt auf den Gebieten der Arbeitswelt, Respekt und Wertschätzung, sowie Gesundheit, Familie und Sicherheit. Davor hat sie bei Arbeit Plus gearbeitet. Das ist ein Netzwerk von Unternehmen mit Bewusstsein für soziale Integrationsverantwortung, und sie war Referentin für Wirtschaftspolitik im Grünen Club im Parlament in Wien. Ganz links außen sitzt Hannes Sobuda. Er ist unser Präsident hier im IIP. Er war lange Zeit für die Stadt Wien tätig, unter anderem in der Arbeiterkammer, im Landtag und im Stadtrat. Und von 1996 bis 2016 war er Abgeordneter im EU-Parlament für die SPÖ und Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. Vielen Dank für Ihr Kommen. So, dann würde ich gerne meine erste Frage an Frau Götz richten. Der Rechtspopulismus in Europa ist ja sehr heterogen, er ist sehr unterschiedlich akzentuiert in seinen verschiedenen Elementen bezüglich Homosexualität oder das Wir gegen Brüssel, also der Nationalismusgedanke. Wo sind denn da die gemeinsamen Merkmale oder vielleicht die Merkmale allgemein in der Ablehnung des Feminismus, und wie lässt sich das abgrenzen zum Rechtsextremismus und der Ablehnung des Feminismus dort? Jetzt vielleicht als Beispiel, es gibt ja diese Forderung, Frauen zurück an den Herd, zurück in die Küche, zurück zu Familie und Kindern. Ist das was man ausschließlich dem Rechtsextremismus zuordnen kann, oder ist das auch im Rechtspopulismus noch ein Motiv, was aktuell ist? Das waren jetzt natürlich gleich mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche mich so ein bisschen chronologisch jetzt durchzuarbeiten. Du hast ja anfangs gemeint, der Antifeminismus ist auch heterogen, und da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, wir haben es mit sehr vielen unterschiedlichen Akteursgruppen zu tun. Ich habe gerade mit einer Kollegin gemeinsam einen Beitrag in einem neuen Sammelband veröffentlicht, und da machen wir 5 Akteursgruppen fest, die hier im Antifeminismus vor allem aktiv sind. Das sind auf der einen Seite ganz klar rechte Gruppen und Parteien. Also in Österreich könnte man hier eben sprechen von der FPÖ, von den Identitären, von den Burschenschaften und ähnlichen Gruppen. Das ist sozusagen ein Akteursfeld. Dann haben wir es auch mit dem Rechtskonservativismus zu tun, beziehungsweise mit der christlichen Rechten oder mit christlichen Fundamentalistinnen auch teilweise. Das wäre eine weitere Akteursgruppe. Dann haben wir die sogenannten, oder die haben wir so bezeichnet, WissenschaftlichkeitsverteidigerInnen, die halt ganz stark an den Universitäten auch aktiv sind und hier vor allem gegen Gender Studies und Ähnliches mobil machen. Dann leider auch ein ziemlich breites journalistisches Spektrum, das hier aktiv ist, und dann ganz explizit dezidierte Antifeministen und Antifeministinnen, die sich halt wirklich auch in Gruppen zusammenfinden, deren Hauptpolitikum das ist. Also das wären dann beispielsweise so Gruppierungen wie die Männerpartei, die ganz massiv versuchen, Gleichstellungsagenten wieder zurückzudrängen und bisher erreichte Verbesserungen rückgängig zu machen. Der Antifeminismus eint diese unterschiedlichen Gruppen und schafft es hier sozusagen auch eine Brückenfunktion einzunehmen und verleitet dazu, gemeinsame Sache zu machen. Und ich würde sagen, die zentralen Feindbilder, mit denen wir es aktuell zu tun haben im Antifeminismus, sind einerseits ganz deutlich Gleichstellungsmaßnahmen, Frauenförderungsprogramme, aber jetzt nicht nur Gleichstellungsprogramme, die Frauen betreffen, sondern eigentlich auch alle, die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt betreffen. Also es geht auch sehr stark gegen die Gleichstellung von homosexuellen Menschen, von Transpersonen und Ähnlichem. Und ein weiteres großes Feindbild ist auch die sogenannte Sexualpädagogik der Vielfalt, also sprich eine Form von Sexualerziehung, die schon im frühesten Kindheitsalter ansetzt und versucht halt eben Kindern von klein auf beizubringen, dass es halt nicht nur die heterosexuelle Kleinfamilie gibt, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Lebensformen und Liebesformen eben gibt. Und das sind so die Hauptfeindbilder neben den Gender Studies, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, also einfach sämtliche Theorien, die halt
ja, würde ich sagen, als natürlich angenommene Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellen, die die Gleichstellung eben von vielfältigen Lebensweisen sondern die halt zum Thema haben und die durch den Antifeminismus in Frage gestellt werden. Und da zeigt sich, dass der Antifeminismus eigentlich recht wandelbar ist, also dass der über die Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht konstant gleich geblieben ist, sondern sich immer wieder auch neu gegen Errungenschaften oder Veränderungen in der Gesellschaft richtet. Und da würde ich sagen, ist sozusagen eine weitere Gemeinsamkeit zwischen diesen Akteuren, dass sie schon einfach gemerkt haben über die Jahre hinweg, dass diese Antidiskriminierungspolitiken, die Gleichstellungspolitiken tatsächlich angefangen haben, Wirkung zu zeigen, dass es spürbar wird, dass halt Maßnahmen wie die Quote oder halt auch der Diskriminierungsschutz wirklich wirksam geworden sind, dass die Privilegien von bestimmten Gesellschaftsgruppen einfach ins Wanken geraten sind und hier eine Ausweitung von Privilegien auf zusätzliche Bevölkerungsgruppen stattgefunden hat. Und das, würde ich sagen, ist so der Initialzünder, der so viele aktuell auch in den Aktionismus reinbringt, wo sie halt einfach wirklich merken, die Gesellschaft ist im Wandel, die Gesellschaft ist in Veränderung. Und das heißt, man muss hier einfach auch die Komponente sehen, dass es Verbesserungen gegeben hat und dass das eine Reaktion auf Verbesserungen ist von Antifeministen und Antifeministinnen. Und da steckt natürlich dahinter, dass ihr Ziel sozusagen eine Art von Renaturalisierung der Geschlechterordnung ist. Also das heißt, sie wollen halt genau gegen diese Vervielfältigung von Lebens- und Lebensweisen wieder einfach eine starre Geschlechterordnung und machen hier vor allem das Konzept einer vermeintlich natürlichen Zweigeschlechtlichkeit stark und einer davon abgeleitete Geschlechterordnung. Also sprich, ganz stark biologistisch gedachte Geschlechtervorstellung, die einzig und allein Männer und Frauen kennt und diese zwei Kategorien komplementär und hierarchisch zueinander denkt. Das würde ich sagen, ist das Grundfundament und das wollen sie wiederherstellen mit ihrem Tun. Die rechten Akteure, habe ich schon gesagt, sind da natürlich ein ganz zentraler Player, weil sie natürlich über die Parteipolitik und das Erstarken in den unterschiedlichen Ländern deutlich mehr Gestaltungsmacht auch haben, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und hier muss ich gleich vorwegschicken, ich bin kein großer Fan des Begriffs Rechtspopulismus, weil ich finde, dass er mehr verschleiert, als er zu erklären vermag. Weil ich würde sagen, Populismus ist eine politische Strategie und nicht per se jetzt irgendwie eine inhaltliche Bestimmung. Und das Problem an dem Populismusbegriff, finde ich, ist auch immer ein Stück weit, dass es so den Eindruck erweckt, als gäbe es da eine charismatische Führungsperson, der die Massen verfallen, weil diese Person rhetorisch so versiert wäre und es nimmt die Menschen so ein bisschen aus der Verantwortung, dass sie eigentlich einem zutiefst menschenverachtenden Gedanken gut aktiv auch zustimmen, weil sie halt auch einen psychischen Mehrwert daraus ziehen oder die Absicherung von eigenen gesellschaftlichen Privilegien. Und wenn wir die meisten Akteure in Österreich jetzt anschauen, wie zum Beispiel die FPÖ oder auch die Identitären, dann würde ich sagen, dass es hier ganz deutlich um rechtsextreme Gruppierungen geht. Was jetzt das Frauenbild betrifft, was du ja auch angesprochen hast, würde ich sagen, dass es im Rechtsextremismus eigentlich immer schon vielfältige Lebensentwürfe gegeben hat. Also dass irgendwie diese Vorstellung vom Heimchen am Herd auch so ein Stück weit auch eine Projektion ist, die man oft auf den Rechtsextremismus hat, dass die einzig und allein eben nur dieses Heimchen am Herd anstreben würden. Da würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Lebensentwurf, der hier sehr stark gemacht wird und der propagiert wird und der mit Aufwertung versehen wird. Aber es ist eben nur ein Lebensentwurf von mehreren, weil wie wir in vielen Ländern aktuell gerade sehen können, können ja Frauen in rechten Parteien auch Karriere machen, übernehmen wichtige politische Funktionen und haben hier auch viel Gestaltungsmacht. Insofern haben eigentlich schon die ersten Studien, die es über rechte Frauen so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gegeben hat, belegt,
dass Frauen in den unterschiedlichsten Bereichen des Rechtsextremismus aktiv sind und dass gerade eigentlich auch die vielfältigen Lebensentwürfe, nämlich dass man sich einerseits dafür entscheiden kann, bei den Kindern zu Hause zu bleiben und dass man sich nicht weiter erklären muss, dass das ein legitimer Gesellschaftsentwurf ist, dass das attraktiv ist, aber dass man genauso gut eben Karriere machen kann und das auch vereinbaren kann mit der gesellschaftlichen Ideologie. Nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, dass gerade rechte Parteien aktuell eine Politik machen, die Frauen wieder sehr stark in Abhängigkeitsverhältnisse drängt. Also wenn man sich einfach die ganzen Veränderungen ansieht, die die Regierung gerade irgendwie vornimmt oder auch Dinge, die man im Regierungsprogramm finden lässt, wo ja auch wirklich diese Geschlechterdifferenz auch im Regierungsprogramm festgeschrieben wird, also wo drin steht, dass Männer und Frauen in ihrer Verschiedenheit anerkannt werden sollten, dann zeigt sich sehr stark, dass hier Frauen eben in diese Abhängigkeitsverhältnisse gedrängt werden, die dazu führen, dass sie einfach wieder viel stärker von dem Partner abhängig sind und das oftmals eben einen ganzen Rattenschwanz von anderen Problemen mit sich bringt. Also nur um so ein paar kleine Beispiele zu nennen, wenn wieder höhere Selbstbehalte für Kindergärten eingeführt werden, wissen wir aktuell, dass das halt einfach dazu führt, dass viele Eltern die Kinder von der Nachmittagsbetreuung abmelden, weil es sich einfach nicht rentiert, Geld für Babysitter auszugeben, weil das oftmals teurer kommt als das Gehalt, das Frauen, wenn sie zusätzlich zum Mann arbeiten gehen, verdienen. Was bedeutet, dass Frauen nicht berufstätig sind, stärker abhängig sind von der Finanzierung vom Partner, das natürlich sich nicht nur in Pensionsjahren, sondern auch in der Trennung massiv auswirkt, wenn man halt eben keine gute Ausbildung, keine Berufserfahrung und kein eigenständiges Einkommen hat. Habe ich ziemlich lang geredet. Ich könnte natürlich noch ewig weiterreden, aber bleib mal bei diesem Punkt stehen. Du hattest jetzt eben schon den Punkt angesprochen, kurz angerissen, die Rolle von Frauen im Rechtspopulismus, wir bleiben mal hierauf beschränkt. Wenn man jetzt den Blick auf die europäische Parteilandschaft wirft, dann fällt eben auf, dass viele Frauen, oftmals Frauen auch in hohen Ämtern dieser Parteien sind, unter anderem jetzt mal die bekanntesten Beispiele, Alice Weidel als Fraktionsvorsitzende der AfD oder Marine Le Pen als Parteivorsitzende des Front National in Frankreich. Außerdem gibt es auch eine wachsende weibliche Wählerschaft. Wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass Frauen sich dort wohlfühlen in diesem politischen Umfeld und sich auch entscheiden, das aktiv zu unterstützen? Dass es auch Feministinnen oder Frauen gibt, die sich als Feministinnen in diesem Feld begreifen. Und wie kann es auch sein, dass das von der Seite der Partei aus, ich sag mal, zugelassen oder auch motiviert, unterstützt wird, wenn ja offensichtlich so eine antifeministische Politik eigentlich betrieben wird, dass dann doch Frauen oftmals auch Gesicht von so einer Partei sind? Also eigentlich kenne ich tatsächlich sehr wenige rechte Frauen, die sich tatsächlich als Feministinnen bezeichnen. Ein Begriff, den sie häufiger verwenden, sind, dass sie sich als Frauenrechtlerinnen bezeichnen und hier halt tatsächlich so eine Trennung aufmachen zwischen Feminismus und Frauenrechten oder dem Einsatz für Frauenrechte. Und das erleben wir aktuell sehr stark in ganz unterschiedlichen Spektren, dass ich durch diese Trennung eigentlich sozusagen eine argumentative oder eine diskursive Möglichkeit aufgetan wird, wie man einerseits für den Einsatz von Frauenrechten sein kann, aber meistens in der Regel dann dort, wo diese Frauenrechte unter Anführungszeichen von als migrantisch ausgemachten Männern bedroht werden und gleichzeitig aber die Errungenschaften des Feminismus ablehnen kann. Also um so ein Beispiel zu bringen, bei den Identitären hat es eine Frauengruppe gegeben, oder gibt es wahrscheinlich noch immer, die hat sich vor allem über Facebook präsentiert. Die Identitären wurden von Facebook gelöscht
Und in einem dieser Facebook-Postings hat eine Aktivistin eben gemeint, so, wir sind die wahren Frauenrechtler, weil wir uns im Hier und Jetzt für die Verbesserung von Frauen einsetzen und nicht an Männerhass, Sprachkontrolle und Geschlechterkampf interessiert sind. Das heißt, sie sagen auf der einen Seite, sie würden sich für Frauenrechte einsetzen, um im nächsten Satz eigentlich alles zu delegitimieren, wofür der Feminismus steht oder wofür sich der Feminismus einsetzt. Also da gibt es dann parallel eben dazu diese diskursiven Umdeutungen, wo halt eben der Kampf für Gleichstellung und Gleichberechtigung zu Männerhass wird, die Repräsentation in der Sprache zu Sprachkontrolle und halt eben das Einfordern von der Gleichberechtigung zu einem Geschlechterkampf wird, der uns mehr oder weniger auf unnatürliche Art und Weise aufgezwungen wird, wohingegen sie sich ja tatsächlich, also angeblich für Frauenrechte einsetzen würden. Allerdings tun sie das ja in der Regel immer nur dort, wo es eben darum geht, sich als vermeintliche Aufklärerinnen des Westens darzustellen in Abgrenzung zu dem patriarchalen Anderen, also wo das halt eben komplett auf Migrantinnen projiziert wird und der Einsatz für Frauenrechte eigentlich immer ethnisiert wird. Also sprich, dass halt eben Migranten und Migrantinnen zugeschrieben wird, dass die patriarchal wären, dass die Frauenrechte nicht akzeptieren und respektieren würden, wohingegen Gleichberechtigung sowas wie unser Wert wäre und bei uns ja die Gleichstellung und Gleichberechtigung vollkommen schon umgesetzt und anerkannt wäre. Das finde ich ist so die eine Ebene, und wenn man sich jetzt darüber hinaus anschaut, was Frauen so motiviert, in rechten Gruppierungen zu sein, dann ist es ganz selten eigentlich in den letzten Jahrzehnten so gewesen, dass die sich für rechte Parteien interessiert haben, weil die jetzt so ein überzeugendes frauenpolitisches Programm hatten, sondern es ist eigentlich genau gleich wie bei Männern: der Rassismus, der Nationalismus, der Antisemitismus, der Frauen in diese Gruppierungen bringt. Und da darf man nicht übersehen, dass Frauen ja auch was davon haben. Also sprich, dass sie auch einen Ausgleich für eigene Unterdrückungserfahrungen auch bekommen im Rechtsextremismus. Weil zum Beispiel, wenn ich als Frau in der eigenen Wir-Gemeinschaft irgendwie benachteiligt wäre, bin ich in dieser Vorstellung immer noch deutlich mehr wert als beispielsweise migrantische Männer. Das heißt, ich werde zwar selber auch benachteiligt, aber ich kann auch ganz stark Benachteiligung gegenüber anderen ausüben. Das heißt, ich bekomme halt eben einen Machtgewinn durch Selbstüberhöhung, indem ich halt sage, wir, die österreichische Mehrheitsbevölkerung unter Anführungszeichen, sollte mehr Rechte haben, ist mehr wert, sollte mehr Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben, wohingegen andere davon ausgeschlossen werden sollten. Und damit werden auch eigene Privilegien abgesichert. Dann, was der Rechtsextremismus eben auch unabhängig von Geschlecht anbietet, ist einfache Antworten auf sehr komplexe gesellschaftliche Entwicklungen. Es ist einfach so, dass die Welt immer schwieriger zu verstehen wird durch einfach weltweite Vorkommnisse, dass das einfach oft zu Ängsten führt, zu Orientierungslosigkeit, sich da zurechtfinden zu können. Und im Rechtsextremismus hat man halt immer ein ganz klares Schwarz-Weiß-Denken in Gut und Böse, und das sind halt ganz oft sehr einfache, sehr einfache Antworten dann auf diese höchst komplexen Fragen. Nicht zuletzt ist es auch entlastend, wenn ich sozusagen die eigene Wir-Gemeinschaft von Sexismus, von sexualisierter Gewalt freisprechen kann, indem ich diese Ängste auf vermeintlich andere projiziere. Das ist auch ein Mehrwert, der hier anzutreffen ist, indem ich halt eben mich nicht damit auseinandersetzen muss, ob mein Vater, mein Bruder, mein Onkel potenzielle Gewalttäter sind, potenziell übergriffig sind und ähnliches, sondern immer das nur auf das böse andere schieben kann. Und dass Frauen auch in rechten Parteien aktuell so erfolgreich sind, würde ich auch tatsächlich darauf zurückführen, dass rechte Parteien eben auch mit sexistischen Gender-Vorstellungen arbeiten. Frauen können politische Agenten ganz anders einbringen in die Politik, weil sie einfach
weniger aggressiv rüberkommen, deutlich harmloser, auch so Bilder mittragen, wie dass sie halt besorgt wären, besorgt um die Gesellschaft, besorgt um die eigene Nation, also auch so ein bisschen als Mütter der Nation rüberkommen, die hier schützend die Hand drüber hält und sich hier eben als auch teilweise direkt Betroffene inszenieren. Und dementsprechend werden Frauen einerseits ganz gezielt auch eingesetzt, um bestimmte politische Agenten in die Diskussion einzubringen, und auf der anderen Seite profitieren sie halt selber als politische Subjekte stark davon, auch aktiv Gestaltungsmacht zu übernehmen und sich hier einzubringen. Vielen Dank für diesen breiten Einblick, der gleichzeitig auch sehr tiefgründig, tiefgreifend war. Ich würde jetzt gerne das Wort an Frau Lunacek weitergeben. Du warst 8 Jahre im Europaparlament tätig, du hast intensiv mit Genderpolitik befasst, wie ich schon kurz erwähnt habe. Du hast dann einige Schlachten geschlagen, da spiele ich jetzt auf den Lunacek-Bericht an. Den konntest du durchbringen. Was kannst du uns aus der Zeit erzählen und was kannst du uns über den Bericht erzählen und auch die Gegenreaktionen, die dir dort entgegengeschlagen sind und vielleicht die Rhetoriken oder Strategien des Vorgehens dieser Gegner und Gegnerinnen? Okay, zuerst einmal auch tatsächlich danke für die Einladung und fürs Organisieren dieser spannenden Veranstaltung. Kann ich vielleicht davor dazu sagen, mir ist öfters jetzt schon aufgefallen bei den Analysen, wie jetzt die Europawahl ausgehen wird und wie viele Rechtspopulisten jetzt im Parlament sitzen werden und ob sie eine Fraktion zusammenbringen oder nicht, dass bei den Analysen, wofür die stehen oder was das dann auch für das Europaparlament heißt, ist bei ganz vielen dieser Analysen von diversen Thinktanks kam die Frage des Geschlechterverhältnisses und dieser gegen den Gender-Wahn, ja, wie sie es definieren, oder Antifeminismus, in den seltensten Fällen vor. Das finde ich wirklich, also war auffallend, den einen, bei denen ich selber mit seit kurzem dabei bin, dann werde ich das jetzt auch schreiben, weil ich denke, da fehlt einfach was. Ja. Also dieser Teil, der vielleicht nicht so offensichtlich oft ist, aber der so unter der Oberfläche ganz viel an so einen, wie so einen Klebstoff bei denen ausmacht, ja, ist mein Eindruck aus diesen jetzt langjährigen Erfahrungen schon mit dem Thema. Vielleicht kurz auch noch zu Judith Götz. Ich finde, also ich mag den Begriff Rechtspopulisten auch nicht so sehr, weil ich habe oft, jetzt aus meiner eigenen Parteigeschichte, haben wir auch des Öfteren gesagt, wir müssten ein bisschen populistischer sein, jetzt im Sinn von einer Methode, irgendetwas zuspitzen und nicht alles über, ich weiß nicht, 10 Minuten lang zu erklären und nicht auf den Punkt zu kommen oder so. Also das, für mich ist ein Unterschied zwischen, dass man manches davon als methodisches, sagen wir, zuspitzen, kann man auch populistisch definieren. Und das andere ist aber eine Ideologie in meinen Augen, die einfach, also als ein Merkmal ist, die einfach immer in anderen die Sündenböcke sucht und immer für, also nie drauf schaut, was sonst selber dran schuld, sondern es sind immer irgendwelche anderen dran schuld, und die Palette ist sehr breit. Und ein Punkt ist mir auch noch aufgefallen, ich glaube, weil du jetzt gerade die Identitären erwähnst und ein Beispiel erwähnt hast, vor kurzem ist mir irgendwo aufgefallen, du weißt es wahrscheinlich besser, dass eine der identitären Frauen anscheinend irgendwo gepostet hat oder geschrieben hat, dass man eigentlich auch das Wahlrecht für Frauen in Frage stellen soll. Also da ist auch ein Punkt, der für mich bei diesen Gruppierungen auch dabei ist, ist eigentlich auch ein Angriff auf die Demokratie. Wir merken das jetzt bei den eher rechtskonservativen Nationalisten in Ungarn, in Polen, die einfach das, was wir uns an demokratischen Errungenschaften erkämpft haben, auch von Gewaltenteilung, also Justiz unabhängig und so weiter, die wollen das auch alles aushebeln, also so in Richtung eines autoritären Systems. Ja? Also ich glaube, das ist für mich, so, und da gehört die Frage der Antifeminismus einfach auch dazu. Und ja, es stimmt, ich habe da jetzt einiges erlebt in diesen letzten Jahren, und zwar auf beiden Ebenen. Das eine als Anti, also oder gegen Frauengleichstellung und gleiche Rechte für Frauen, inklusive die ganze Frage mit der Sprache, also Binnen-I und Co. Und auch gegen Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersex-Personen. Ja, wenn ich diese Geschichte mit dem Lunacek-Bericht jetzt vor, mittlerweile sind es 5 Jahre her, 2014, kurz erzählen kann, das hat eine Vorgeschichte gehabt. Im Europaparlament ist es ja so, dass
Abgeordnete aus allen Fraktionen, also eigentlich laut D'Hondt, also laut diesem System der Stärke der Fraktionen, auch Berichte, Gesetze, Vorschläge zugeteilt bekommen oder zugeteilt werden und die dann, die sozusagen die Verhandlungsführerinnen und Führer sind im Parlament für diese Gesetze und Resolutionen. Und es war im Jahr 2013, gab es aus dem Frauenausschuss einen Bericht, den eine portugiesische Abgeordnete, die Edita Estrela, Sozialdemokratin, sozusagen hauptsächlich verhandelt hat, wo unter anderem das Thema Abtreibung drinnen war. Ja. Nämlich im Sinn von, das ist, die genaue Formulierung weiß ich nicht, aber dass es Zugang zu sicheren Abtreibungen geben muss, in diesem Kontext. Muss ich mal dazu sagen, Abtreibung ist kein Thema in der Europäischen Union. Also, ist rechtlich hat die EU keine Kompetenz dafür. Das haben die Mitgliedstaaten. Und deswegen ist immer so dann der Kampf, darf das Parlament das jetzt sagen oder nicht? Und das Europaparlament darf sehr wohl und hat es auch schon einiges dazu gegeben. Jedenfalls war das ein Punkt und ein paar andere Dinge, wo wir das erste Mal erlebt haben, also ich auch so in meiner Erinnerung auch, wo wir die Wochen davor und vor allem in der Woche vor der Abstimmung, die war glaube ich dann im November oder im Dezember 2013, eine Flut von E-Mails bekommen haben mit wirklich unmöglichen oder völlig abstrusen Vorwürfen gegen diesen Estrela-Bericht, wo so Dinge drinnen waren, da ging es auch zum Beispiel um Aufklärungsunterricht, ja, also Sexualaufklärung und dass das halt auch schon in den Volksschulen es sowas geben soll, halt angepasst an das, wie das halt immer mit Volksschulkindern umgeht und so. Und da kamen dann die Vorwürfe, da wird jetzt, wenn dieser Bericht durchgeht, dann wird den Volksschulkindern Masturbieren beigebracht und solche Dinge. Ja? Und halt das Thema von der Abtreibung. Der Bericht ist dann es waren 5 Stimmen oder 10 Stimmen, also ganz wenige Stimmen Unterschied haben wir den verloren. Es gab auch bei der Abstimmung gab es Probleme. Also es war insgesamt von der Stimmung her so verdammt noch einmal, das ist bis dahin im Europaparlament, sind solche Themen eigentlich immer durchgegangen, weil die Mehrheiten waren, also bis 2014 eigentlich Mitte links, ja? Also progressiv, Mitte bis progressiv. Mein Bericht war dann einer, das war die sogenannte Roadmap, die Forderung nach einer Roadmap, einer Strategie gegen Homophobie, so nach dem Motto, es gibt eine Strategie gegen Diskriminierung von Roma, es gibt eine gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, es gibt eine Strategie für die Geschlechtergleichstellung und zu Homophobie hat es noch nichts gegeben und eigentlich verlangen wir von der Kommission, dass sie sowas jetzt auch vorlegt. Und wir haben uns das ziemlich genau angeschaut, haben also mit den anderen Fraktionen, die da mitgemacht haben und das Sekretariat von der LGBTI Intergroup und haben einfach sehr, sehr konkrete Dinge festgehalten, was in so einer Strategie drinnen stehen soll. Also zum Beispiel und immer auch sehr darauf geachtet, dass wir nur so formulieren, dass das auch die Kompetenzen der EU betrifft. Ja? Also haben wir geschaut, weil sonst war die Gefahr, dass das auch daneben geht. Zum Beispiel so Dinge, dass die Kommission doch so einen Arbeitskreis mit den anderen Mitgliedstaaten machen kann, wo diejenigen, die zum Beispiel in den Schulbüchern positive Bilder von Lesben, Schwulen, LGBTI-Personen drinnen haben, die so quasi auch die Geschlechterrollen moderner definieren, ja, und nicht nur immer die Mutter am Herd und der Vater geht gerade in die Arbeit, dass die zum Beispiel so einen Austausch machen und so positive Beispiele bringen. Also irgendwie denkst du, irgendwie harmlos, also wichtig, aber nicht irgendwas, was jetzt die Welt, die Welt untergeht. Oder so Dinge Polizeiarbeit. Ja, es gibt in einzelnen Ländern gibt es Polizei, also Lesbenschule bei der Polizei, auch in Österreich, die G-Corps, hat es damals auch schon gegeben. Und dass die einfach sich austauschen, das tun die eh, aber dass auch die jeweiligen Innenministerinnen, das war übrigens die Fekta damals zu dem Thema sogar relativ offen, muss man sagen. Ja, von der heutigen Sicht ist ja, war einiges besser. Gut, nebenbei gesagt. Aber jedenfalls, solche Vorschläge waren da drinnen oder auch im Gesundheitswesen, Umgang mit Transgender-Personen. Ja. Und die Tatsache war dann, dass in der Folge von diesem Estrela-Bericht nachher auch vor der die Abstimmung war am 4. Februar 2014 im Plenum, im Ausschuss war es durch, im Innenausschuss, Innenjustizausschuss
Und in der Woche vor dieser Abstimmung ist meine Mailbox übergegangen mit 40.000 E-Mails, die von den anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch die Hauptverhandler waren, auch ganz viele und sonst auch ganz viele andere Abgeordnete, Hannes wird sich erinnern, also vielleicht, also das ist öfters einmal vorgekommen, aber in dem Ausmaß hatte ich das vorher nicht erlebt. Meine Website wurde gehackt, weiß man nie, wer es war, aber dass das gerade zu dem Zeitpunkt war, seltsam. Und auch da waren die Vorwürfe ähnlich abstrus. Also die mit Masturbieren im Volksschulalter kam auch vor, obwohl das in dem Text überhaupt nicht vorgekommen ist. Und zum Beispiel etwas, wo ich zuerst überhaupt nicht verstanden habe, was die meinen, die das geschrieben haben. Oder die das halt dann über, wahrscheinlich gab es damals auch schon diese Bots, die das so einfach automatisiert von Websites weggeschickt. Dass wenn das durchgeht, dann haben die Lesben und die Schwulen, können jedes Gesetz, bei jedem Gesetz ein Veto einlegen. Und das widerspricht dem Universalitätsprinzip der Menschenrechte, weil da stehen dann die Lesben und die Schwulen über allen anderen. Ich dachte mir, doch, den kapiere ich nicht, wie die das argumentieren. Und das war auch nicht wirklich schlüssig, aber solche abstrusen Dinge sind da drinnen gestanden und damit wurden die Abgeordneten bombardiert im Sinn von, ihr dürft dem nicht zustimmen, weil, so nach dem Motto, dann geht die Welt unter. Und wir haben dann, und es ist aber, der Bericht ist durchgegangen, auch mit einer durchaus guten Mehrheit. Die Kommission hat sich dann leider, in die nächste Kommission dann 2015, nicht wirklich getraut, eine sage ich mal, fully fledged Strategie da vorzubringen, weil sie schon Angst hatten, dass sie das auch im Rat nicht durchbringen mit dem mehr an nationalkonservativen Regierungen, die es gibt. Haben einen Aktionsplan gemacht, wo sehr viel Interesse, also Sachen schon drinnen waren, ja, nicht alles, was wir wollten. Aber das, was wir uns dann angeschaut haben, ist, woher das alles kam. Und es hat dann, das war dann 2015, hat eine Kollegin von mir, die Lidi Hauteler, eine finnische Grüne, hat den Auftrag gegeben, eine Studie für sozusagen Policymakers über welche Gruppierungen da dahinter stehen, die sich dagegen, also die sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit in Europa einsetzen. Die Studie gibt es im Internet, hat eine Elena Sacharenko gemacht von einem Think Tank in Brüssel, wo ganz viele dieser Gruppierungen dabei sind. Eine will ich nennen, die heißen Citizen Go. In Spanien heißen es Asteroir, in der Slowakei waren die auch sehr stark, auch in Österreich zum Teil. Wir haben dann geschaut, woher die meisten kamen davon, von diesen Mails. Und bei einigen haben wir uns dann irgendwie den Versuch gemacht, den einmal zurückzuschreiben, zu versuchen zu schauen, ob da wirklich wer dahinter ist oder ob das lauter erfundene Personen sind. Es hat niemand von denen je geantwortet, also war schon sehr orchestriert. Und das war 2014, ja, also das ist mittlerweile 5 Jahre her. Seitdem hat sich diese Welle von organisierten und automatisierten Reaktionen auf was, wo man einfach nur klicken braucht oder nicht einmal das und es geht automatisch, ja, vervielfältigt. Und da ist für mich einfach dieser Antifeminismus gegen alles, was auch die Rollenbilder von Frauen und Männern ins Schwanken bringt und nicht mehr dieses binäre, das so hat ein Mann zu sein, so hat eine Frau zu sein, das einfach völlig rückwärts wenden will. Noch dazu mit dem Argument, das hat Judith auch erwähnt, das ist dann so das Natürliche muss das sein, wobei in der Natur selber gibt es auch sehr viele Varianten von allem, also bei Menschen wie bei anderen Lebewesen. Ich tue nicht gern damit argumentieren, aber manchmal muss man es denen gegenüber, die finden, man muss die natürliche Ordnung oder die göttliche Ordnung oder was immer sie dann definieren, wiederherstellen, schon vorhalten, dass die Welt einfach anders aussieht, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Ich finde diese Gruppierungen insofern auch sehr gefährlich, weil sie auch gegen, also mittlerweile anerkannte oder bisher anerkannte internationale Konventionen antreten. Wir haben das erlebt im Wahlkampf 2017 mit dem Angriff von der FPÖ und jetzt wieder gegen die Menschenrechtskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. Aber auch, dass zum Beispiel die Istanbul-Konvention, die wirklich von einer Europaratskonvention, die Gewalt gegen Frauen einmal sehr breit definiert, wirklich so, also denkst du, also es ist endlich mal wirklich so alles definiert, was es an Gewalt gegen Frauen eigentlich gibt und auch was dagegen getan werden soll.
Und auch die, da ist es nicht einmal gelungen, dass alle EU-Staaten die ratifizieren, weil manche Regierungen, die eben auch auf diesen Zug aufgesprungen sind, aus Angst vor religiösen Gruppierungen, ja, christliche, katholische, orthodoxe, evangelikale, welche immer, aber auch gegen jene, und das ist noch ein Aspekt, der bei mir, für mich dazukommt, zu denen, die du erwähnt hast, dass das auch lauter Gruppierungen sind, die ganz massiv gegen die Europäische Union auftreten und also den nationalistisch, wirklich gefährlich nationalistisch und gegen die Europäische Union, die oft noch dazu dann die EU gleichstellen mit der Sowjetunion, also vor allem in den früheren Staaten unter Sowjeteinfluss. Ich habe das ganz oft erlebt bei manchen der Lesben, Schwulen oder Regenbogenparaden in den baltischen Staaten, in Polen, in Ungarn, wo in Rumänien, wo die Gegner, der Gegnerinnen auch, hauptsächlich sind es Männer, die große Mehrheit, die dann mit Schildern dastehen, EU ist gleich USSR, ja, oder SSR. Und ich meine Analyse zu dem ist, es hat schon damit zu tun, dass einfach die Zeit vom Fall des Eisernen Vorhangs 1989-90 bis 2004 bzw. 2007 für Rumänien und Bulgarien des Beitritts zur EU nicht einmal eine Generation ist. Also das heißt, dieses ein positives Gefühl für den eigenen Staat zu entwickeln, das nicht gefährlich nationalistisch konnotiert ist, ob ihr denn war einfach zu kurz. Ja? Jetzt kommt zuerst, hat Moskau uns gesagt, was man tun soll, und jetzt sagt uns Brüssel, was wir tun müssen. Wobei sie nie sehen, dass der große Unterschied der ist, dass sie in Brüssel alle dabei sitzen und das mitentscheiden. Also die Regierungen, die Abgeordneten und so. Ja? Also das ist wirklich für mich so ein ganz schlimmes sozusagen Konglomerat von unterschiedlichen Strömungen, die für mich wirklich dieses Antifeministische gegen Frauengleichstellung, gegen LGBTI-Gruppierungen so ein und für patriarchale Strukturen ein Klebstoff ist, der die alle zusammenhält. Vielen Dank. Jetzt haben wir sehr viel über die EU-Ebene gehört und was da abläuft, was da passiert. Jetzt würde ich gerne mal auf die nationale Ebene ein bisschen zurückkommen und eine Frage an Frau Hashemi richten. Das Frauenvolksbegehren ist etwas inhärent Demokratisches, also ein demokratisches Mittel, was es in Gesellschaften, die abseits von demokratischen Strukturen organisiert sind, nicht geben kann. Welche Gefahr stellt der Rechtspopulismus dar für die Integrität einer demokratischen Gesellschaft, wenn er gegen den Feminismus und die Gleichstellungspolitik derart vorgeht? Das hatte Frau Nunczek auch kurz angerissen vorhin. Und wie ist das in Zukunft begrenzbar? Was kann man dagegen tun? Von mir aus danke für die Einladung. Also ich bin jetzt keine Rechtsextremismus- oder Rechtspopulismus-Expertin, muss ich schon mal eingrenzend sagen, aber was wir beim Frauenvolksbegehren einfach von Anfang an bemerkt haben, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Clou der jetzigen Konstellation, ist, dass dieser Rechtspopulismus aktuell nicht dieser grobe und rein dieser Populismus ist, der beispielsweise sich auf den Genderwahn bezieht, sondern tatsächlich ein sehr strategischer, rechtskonservativer, würde ich sagen, Rechtspopulismus ist, der, wie schon oft angesprochen wurde, sehr eindeutig und offen und transparent seine menschenverachtende und ich würde auch sagen rechtsextreme Messages rüberbringt. Das sehen wir im Regierungsprogramm, das sehen wir in allen Gesetzen, die seit Oktober 2017 von dieser Regierung verabschiedet worden sind, dass sie tatsächlich immer eine inhärent antifeministische Agenda auch hatten. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, den Familienbonus, der zu 3/4 interessanterweise an Männer ausbezahlt wird, oder der 12-Stunden-Tag, der vor allem Frauen, die mehrheitlich beispielsweise im Niedriglohnsektor ohne viel Verhandlungsmacht arbeiten, gerade sie besonders trifft. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir vom Rechtsextremismus sprechen, dass wir von identitären Bewegungen sprechen, die grob sind, die quasi extrem gewalttätig auftreten, beziehungsweise implizit immer mitbringen. Aber in Wahrheit haben wir es sehr offen und transparent mit einem Regierungsprogramm zu tun, das genau diesem Rechtspopulismus vorlebt und den auch nicht mehr versteckt.
Und das ist so für mich eigentlich das Stichwort Gefahr für unsere Demokratie. Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich lange Zeit diesen offenen, transparenten Rechtsextremismus einfach belächelt haben. Dass wir der Meinung waren, naja, die werden das ja nicht ernst meinen, wenn sie im Regierungsprogramm tatsächlich von den biologistischen Elementen von Frau und Mann sprechen. Aber tatsächlich meinen sie es ernst. Genau das, was in diesen Papieren steht, wird sukzessive umgesetzt, wird meistens viel radikaler umgesetzt als in diesen Papieren. Und ich denke, wir müssen uns tatsächlich Sorgen machen, weil wir parallel dazu erleben, dass zivilgesellschaftliche Strukturen, aber auch NGO-Strukturen, die über Jahrzehnte in Österreich finanziert worden sind, sehr bewusst zurückgefahren werden. Und das betrifft eben gerade den frauenpolitischen Bereich. Wir haben jetzt durch die Frauenministerin, die sich ja selber als pragmatische Feministin sehr wohl bezeichnet, so eine Alibi-Taskforce zu Gewaltschutz bekommen. Jetzt haben wir tausendfach angefragt, naja, warum gibt es diese Taskforce? Österreich ist gerade, was Expertinnen zu Gewaltschutz betrifft, ein absoluter Leuchtturm. Österreich war 1997 quasi Pionierin in der Erarbeitung des Gewaltschutzgesetzes. Wir haben diese Strukturen, warum werden die nicht ausgebaut, warum werden die nicht einfach weiterfinanziert? Und tatsächlich geht es darum, diese Strukturen herunterzufahren. Es geht darum, eigene rechtsextreme, rechtspopulistische Strukturen aufzubauen mit Akteurinnen, die genehm sind, mit Akteurinnen, die man vertraut, mit Akteurinnen, die sehr oft aus dem christlich-fundamentalistischen Lager kommen. Ich glaube, das ist eine Ebene, die wir hier gerade in Österreich aktuell beim Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus sehr stark bemerken. Das hat Judith ja auch in ihrem Vortrag bei diesen Akteurinnengruppen gut, also für mich total spannend und gut herausgearbeitet, dass wir also diese unterschiedlichen Akteurinnengruppen haben und sie verschmelzen sich in Österreich gerade zu einem sehr explosiven Ball. Es geht ja eben nicht nur um, ich würde sagen, Rechtspopulismus à la FPÖ, sondern es geht um einen fundamentalistischen, auch religiösen, katholischen, Opus Dei geleiteten Antifeminismus, der sich hier jetzt mit rechtspopulistischen Ideen verschmilzt. Und das merkt man eben auch auf europäischer Ebene, wenn man sich aktuell den Diskurs um den Spätabbruch nach 3 Monaten, also Schwangerschaftsabbruch nach 3 Monaten ansieht. Das ist ein Diskurs, der vor Jahren auf europäischer Ebene von sehr populistischen, sehr fundamentalistischen Gruppierungen geführt worden ist. Und jetzt zieht es diese Regierung tatsächlich durch. Also ich glaube, wir müssen uns nicht nur als Frauen, nicht nur als Feministinnen sorgen, sondern wir müssen uns tatsächlich um unsere Institutionen sorgen, um unsere Strukturen, denn die werden aktuell ausgeblutet. Ich kann das nur beim Frauenvolksbegehren immer wieder, haben wir es erlebt, dass jahrzehntelang aufgebaute Strukturen, mini-kleine in den Regionen, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, das sind Frauenberatungsstellen, die in den Regionen teilweise die einzigen waren, die diese Zugänge, diese sehr niederschwelligen Zugänge hatten beispielsweise, zu Alleinerziehenden, zu Frauen, die Gewalterfahrungen gemacht haben, dass die Finanzierung nicht mehr erhalten. Und da geht es auch um einen unglaublich neuen Stil dieser Regierung. Also ich kann mich erinnern, wir haben am 22. Dezember 2017, knapp 2 Monate nach der Wahl dieser Regierung, einen immensen Aufschrei bekommen von über 50 Organisationen, dass sie 2 Tage vor Weihnachten den Brief erhalten haben, dass ihnen die Förderungen für 2018 gestrichen werden. Also das ist so etwas, ich glaube, das gab es davor noch nie in dieser wirklich, ich würde sagen, offenen, transparenten Art und Weise. Und jetzt sitzen wir 1,5 Jahre später da und überlegen uns noch immer, ja, wie antifeministisch ist diese Regierung tatsächlich. Glaube ich, dass das ein Kernpunkt beider Regierungsparteien ist, also Antifeminismus bzw. extrem traditionelle Familien- und Frauenbilder sind einfach Kernelement dieser ganzen politischen Agenda, die sehr strategisch mit einer Salamitaktik durchgeführt wird. Und ich glaube, es gibt tatsächlich kein Gesetz, das man nicht auf seine antifeministischen Wirkungen sich aktuell ansehen könnte. Ich arbeite selber stark, also mein Hauptberuf ist eigentlich in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Wenn man sich so Gesetze wie beispielsweise das neue Sozialhilfegesetz ansieht, wer wird davon stärker betroffen sein als andere? Es sind alleinerziehende Frauen, es sind vor allem Kinder, die in dieser Debatte überhaupt nicht vorkommen. Das werden die Kerngruppen sein, die dieses Gesetz trifft. Sie werden viel weniger Geld bekommen, sie werden viel weniger Möglichkeiten bekommen, tatsächlich auch Anschluss in diese Gesellschaft zu finden. Also wir sprechen hier von armutsbetroffenen Frauen, von armutsbetroffenen Kindern. Und das sieht sich für mich wie ein roter Faden durch diese
letzten 2 Jahre eigentlich durch. Und was mir besonders große Sorgen macht, ist einfach, dass diesem rechtspopulistischen Diskurs so viel Raum gegeben wird. Also das wird tatsächlich ständig, und ich finde solche Abende total wichtig, aber dass wir ständig quasi die Ideen der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten diskutieren und manchmal fehlt mir dann einfach so ein bisschen dieses, naja, wo sind die progressiven Ideen, wo werden die diskutiert, wo werden die auch in die Politik gebracht? Und im Moment fühlen wir uns, glaube ich, als zivilgesellschaftliche Organisation, die auch mit vielen anderen Organisationen verbunden ist, sehr alleingelassen, weil dieser Diskurs aus vielleicht meiner jetzt natürlich auch sehr biased Meinung, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dieser Diskurs findet nur auf zivilgesellschaftlicher Ebene statt. Also zivilgesellschaftlich meine ich NGOs, meine ich so Organisationen wie das Frauenvolksbegehren, die keine Förderungen bekommen, die sich sehr offen zu Wort melden können, aber diese Anker setzen und selber auch Ideen einbringen, auch vielleicht mal radikale Ideen, das findet tatsächlich nicht statt und umgekehrt erleben wir einfach, dass Institutionen angegriffen werden. Vielen Dank. Jetzt haben Sie die zivile Ebene und die Debatte und das Bewusstsein dort schon ein bisschen angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Am Beispiel der MeToo-Debatte, die liegt ja noch nicht lange zurück. Die war meiner Meinung nach sehr breit in den Medien, wurde viel diskutiert, auch weltweit. Erleben Sie in Ihrer Arbeit beim Frauenvolksbegehren ein wachsendes Bewusstsein bei den Menschen dafür, was Feminismus bedeutet und warum wir ihn brauchen? Ist da irgendwie vielleicht auch ja, sehr viel, viel Negatives von seiner Regierung, der Politik, aber unter der zivilen Bevölkerung ist das da vielleicht ein anderes Bild, auch vom Verständnis her? Mhm. Ich würde mit Jein antworten. Also was wir tatsächlich, glaube ich, auch rein statistisch von der Quantität sehen, ist, dass die Anzahl der Debatten rund um das Thema Feminismus, Gleichstellungspolitik zugenommen hat, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr oberflächlicher Diskurs. Und falls Sie heute oder ich glaube gestern einen Kommentar von Beate Hausbich im Standard gelesen haben, es ist tatsächlich auch ein Diskurs, der von den Medien und auch von den progressiven Medien leider sehr oberflächlich geführt wird. Also wenn es um gleichstellungspolitische Themen geht, geht es sehr oft eben um das BNI, um das Gender-Sternchen, das wir im Frauenvolksbegehren sehr wichtig finden, aber es geht tatsächlich nie um sozialpolitische Ebene des Feminismus oder dass man im Feminismus Wirtschaftspolitik ansprechen muss und um Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit. Also ja, ich glaube schon, dass der feministische Diskurs unglaublich zugenommen hat, aber was, glaube ich, draußen bei vielen Menschen ankommt, sind diese unter Anführungszeichen Luxusdebatten, die keine Luxusdebatten sind, aber die schon viel zu hoch ansetzen und den Alltag der Menschen eben nicht ansprechen. Feminismus bedeutet eben auch, ein Sozialhilfegesetz zu haben, das Kindern und Alleinerziehenden Anschlussperspektiven und Arbeitsmarktmöglichkeiten bietet. Und das sind alles Themen, die nicht vorkommen. Also gerade jetzt in dieser Debatte hat sich kein progressives Medium dieser Themen angenommen. Und das ist schon eine, glaube ich, eine Kritik, die wir uns auch alle selber gefallen lassen müssen. Warum kommt der x-te Artikel, wo die eine progressive Frau die andere progressive Frau disst, anstatt dass wir uns über Sozialpolitik aus feministischer Perspektive unterhalten? Also nochmal, um zurückzukommen auf die MeToo-Debatte, ich glaube, was unglaublich wichtig war in dieser Debatte, ist, dass erstmals, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, eine Debatte wirklich losgetreten worden ist von Frauen, dass Progressive einen Anker gesetzt haben und ein Thema gesetzt haben. Das sieht man auch sehr schön an so Social Media Bewertungen, dass tatsächlich einmal quasi ein Thema weltweit de facto von progressiven Menschen gespielt wurde. Zumindest in den Anfangsmonaten waren es vor allem Frauen, waren es sehr viele Frauen mit Migrationshintergrund, war es ein sehr intersektionaler Feminismus, der hier zu Wort gekommen ist. Mit intersektionalem Feminismus meine ich eben MeToo-Debatten, die zum Beispiel mehrfach und dreifach Diskriminierungen offengelegt haben, also Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen mit einer Behinderung, die sehr oft signifikant überdurchschnittlich oft von sexueller Gewalt betroffen sind, dass auch die mal überhaupt erstmals den Raum bekommen haben, nämlich nicht über die Medien, sondern über Social Media, überhaupt mal gehört zu werden. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ohne diese MeToo-Debatte, ohne diesen Aufschrei von vielen hunderttausenden Frauen nie gekommen.
Und viele Frauen, die sich damals zu Wort gemeldet haben und in Deutschland ja schon ein bisschen früher mit dem Hashtag Aufschrei, falls der Ihnen bekannt ist, das sind tatsächlich heute auch leitende oder ich würde sagen sehr starke Figuren in den feministischen Bewegungen, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, soweit ich das sagen kann. Also diese Hashtags oder diese Social-Media-Aktivismus, wie er oft quasi verniedlicht wird, hat aber tatsächlich etwas freigesetzt. Da sind Frauen zusammengekommen, da haben sich Frauen erstmals, und ich glaube, darum geht es auch im Feminismus, die Deutungshoheit genommen und die Deutungsmacht für sich beansprucht, dass wir quasi sagen, was für uns sexuelle Belästigung ist, dass wir uns diesen Raum auch sehr offen und sehr sehr offensiv auch erstmals nehmen und tatsächlich die Deutungshoheit über ein Thema erlangen. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt gerne das Wort an Hannes weitergeben. Ich würde dich gerne nach deiner Prognose für die EU-Wahl fragen. Das ist ja jetzt ein nah anstehendes Ereignis. Dem Rechtspopulismus wird eine in Anführungszeichen gute Prognose gestellt, aber, und da bringe ich jetzt auch mal meine Wahrnehmung rein, der Feminismus hat auch eine gute Prognose. Das ist auch eine Bewegung, die stark ist und nach wie vor stärker wird, würde ich behaupten. Wie wird sich da vielleicht ein Kräfteverhältnis entwickeln? Wie wird sich das ausbalancieren zwischen diesen beiden sehr gegensätzlichen Bewegungen? Was sind da deine Einschätzungen? Ja, das war erstmal ein Dank für die Diskussion, die du da organisierst und das finde ich wirklich sehr spannend. Zu deiner Frage, ich habe ja Wirtschaft studiert, ein bekannter Wirtschaftsprofessor hat Prognostiker gesagt, die besten Prognosen sind die Ex-Post-Prognosen. Das sind die Prognosen, die man dann nachher trifft, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Es ist sehr schwer, das zu beurteilen. Alle gehen eigentlich davon aus, dass die rechten, recht populistisch bis rechtsextremen Parteien, das ist ja ein bisschen ein Unterschied, gewinnen werden. Was ist die Situation heute? Ich möchte vielleicht anschließen an das, was Ulrike schon gesagt hat, in Bezug auf ihren Bericht. Ich kann mich noch sehr gut an die Debatte erinnern, die Kollegin Meyer von unserer Fraktion, wo es diese massiven, zum Teil sehr uniformen, über die Social Media verbreiteten Meldungen und Kritikpunkte gegeben hat. Wir dürfen nicht vergessen oder übersehen, dass wir massiv in den sozialen Medien, wir haben die Sache in einem anderen Zusammenhang gesehen mit der Urheberrechtsdebatte, aber sehr massive, ganz klar politisch prononzierte Beeinflussung haben. Wir alle reden von dem, was Russland macht, und es ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass Russland hier sehr aktiv in die sozialen Medien eingreift und verschiedene Meldungen macht. Die Frage, die jetzt in Amerika entschieden ist, war ja nicht eine Frage, ob Russland beeinflusst hat, sondern die Frage, ob es da eine direkte Zusammenarbeit mit Trump gegeben hat. Aber natürlich auch amerikanische Aktivitäten auf europäischem Boden gesetzt werden. Es gibt da diesen Millionär Mercer, der eine Reihe von ganz weit rechts stehenden Social-Media-Kanälen oder sozusagen Bots finanziert. Und viele Wählerinnen und Wähler sind natürlich jetzt von links und rechts, kann man nicht sagen, sie sind beide rechts, nämlich die aus Russland und die aus Amerika kommenden Beeinflussungen damit konfrontiert. Und natürlich kommen dazu noch dann die verschiedenen rechten Parteien, Le Pen und andere, die zum Teil finanziert, vielleicht auch direkt dann von Russland und von Amerika, also nicht der amerikanischen Regierung, aber denen der Regierung nahestehenden Leute, denken wir an Steve Bannon, wird da einiges aufgemischt. Und dann ist es sehr schwer, Prognosen zu machen, wie weit das Einfluss hat auf die Wahlen. Und ich auch glaube, es hat Einfluss auf die Wahlen. Stärkt die Rechtstendenzen und damit müssen wir leben. Das wird sehr stark werden, das ist gar keine Frage. Nun muss man sich ja, dazu kommt, auch das möchte ich noch anschließen, dieser katholische Fundamentalismus, der in Frankreich zum Beispiel sehr stark geworden ist, im Zusammenhang dann mit der Ehe für alle als Gegenreaktion auf die Straße gegangen ist. Das sind aber dann nicht nur jetzt irgendwie ein paar verknörrte Bischöfe, sondern es sind halt auch viele junge Leute,
das heißt, was Sie auch gesagt haben, diese Unsicherheit, die da ist, wo man sagt, ja, die Familie, und die gibt doch Sicherheit, und zwar Familie wird dann immer nur verstanden, natürlich, unter Anführungszeichen, die sozusagen traditionelle Familie, und die traditionelle Erziehung gehört dazu, und die Frau, die dann doch die Kinder nicht so früh in den Kindergarten gibt, wahrscheinlich sind Hände, die Mobiltelefone und die iPads den 5 Wochen oder 3 Monate alten Kindern in die Hand gegeben werden, viel, viel problematischer für die Erziehung als der Kindergarten. Oder, also, aber es wird halt dann schon sehr ideologisch in diese Richtung argumentiert, und das hat natürlich einen Einfluss auf das Regelverhalten. Nun muss man sich ja, glaube ich, grundsätzlich fragen, wieso kann dann dieser Antifeminismus als ein Teil dieser Rechtsideologie so breit Fuß fassen. Es gibt ja diesen amerikanischen Politologen, Soziologen, Mark Miller, der unmittelbar nach der Wahl in den USA gemeint hat, ja, wenn man zu viel diese Fragen wie Rechte der Frauen, wie Abtreibungsrechte etc. in den Vordergrund gebracht hat, hat es diese Reaktion der weißen Männer gegeben, die haben dann Trump gewählt. Ich glaube, was falsch daran ist, dass er sagt, zu viel diese Themen wurden in den Vordergrund gerückt. Was sicherlich richtig ist, dass soziale Themen von den Demokraten oder von den Sozialdemokraten in Europa und anderen oder auch den Grünen zu wenig aufgegriffen worden sind. Und nicht, dass die Themen Rechte der Frauen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit etc. etc. Immer wieder stark betont worden sind, oder die Rechte, LGTB-Rechte etc., sondern dass auf der anderen Seite nicht gleichzeitig die soziale Dimension stärker in die politische Debatte eingebracht worden ist. Und das hat dann auch manche Leute dazu geführt, zu sagen, natürlich sozusagen der typische, unter anderem weiße Arbeiter, den es aber auch nur mehr nicht mehr in diesem Ausmaß gibt, zu sagen, ja, für die kümmert es euch, aber bei uns nicht. Und wir, die wir einen Job verloren haben im Rastbelt oder in den Bergwerken oder in den Stahlwerken, sind total alleingelassen. Darum finde ich es ganz richtig, was die Kollegin auch gesagt hat vom Frauenvolksbegehren. Man muss immer die soziale Dimension, oder soweit es geht, die soziale Dimension mit behandeln, die natürlich auch in diesen Fällen, wir haben das im Zusammenhang mit den Armutsstudien etc. gesehen, oder bei den Kürzungen, die Regierungen vornehmen, auch in der Wirtschaftskrise und jetzt natürlich auch insbesondere in Österreich, dass dann immer auch die Frauen die Hauptleidtragenden sind. Fast immer. Es gibt natürlich Fälle, wo Arbeitslosigkeit am Bau stärker sozusagen steigt, dann sind es in dem Fall nicht die Frauen, die da am meisten betroffen sind, aber die generelle Tendenz geht in diese Richtung. Und daher glaube ich, ist das eines der Dinge, die noch in diesem Wahlkampf ja verstärkt gebracht werden kann. Denn wenn man diese soziale Dimension generell, aber natürlich auch die soziale Dimension, was die Rolle der Frauen betrifft, und ihre Doppel- oder Dreifachbelastung und die geringeren Gehälter, die ihnen gezahlt werden für die gleiche Arbeit und vieles andere mehr, wenn das nicht beachtet wird, dann sozusagen ist einerseits bei den Frauen wird nicht ausgeschöpft die Möglichkeit, sie zu bewegen, für fortschrittliche Gruppierungen zu wählen, und andererseits wird dieses Thema dann bei den Männern überhaupt nicht behandelt und kommt da ja natürlich im verstärkten Ausmaß zu Wahlen von rechten Gruppierungen. Und ich gehe natürlich davon aus, das haben wir ja gesehen, die Frau Le Pen hat im Parlament, abgesehen davon, dass sie immer nur Reden geschwungen hat und nie eine konkrete Arbeit geleistet hat, was übrigens dann auch nie gefragt wird. Das ist ja auch schon interessant bei Journalisten, leider auch bei Journalistinnen, die weder bei Le Pen fragen, was haben sie eigentlich im Parlament erreicht oder welchen Bericht haben sie gemacht, oder bei den österreichischen FPÖ-Vertretern, was sie eigentlich wirklich gemacht haben im Parlament. Sie sagen doch dazu, das Parlament so weniger Rechte haben. Auch das ist eine Debatte. Man muss schon schauen, wo sind denn die
Gruppierungen, die was Konkretes machen, die einen Bericht machen, die einen Gesetzesentwurf gemacht haben, etc. Und das ist auch etwas, was den rechten Parteien dann in den Schoß fällt, weil über die Frage, was haben sie denn konkret geleistet, gar nicht mehr geredet wird, weil sie immer nur auf der ideologischen Arbeit, auf der europäischen Ebene agieren. Und wenn sie dann auch in eine Regierung kommen wie in Österreich, sehen wir ja, was daraus folgt. Also auch diese Frage, glaube ich, sollte aber gestellt werden. Aber mein Hauptargument wäre das Auslassen der sozialen Frage, nicht, dass man die Fragen, die Rechte, das Geschlechterverhältnis und das wie man die Breite, die Vielfalt des Lebens und Lebens thematisiert hat, war schuld, sondern dass man nicht im Gleichzug auch die soziale Dimension, soziale Frage thematisiert hat. Das hat dazu geführt, aus meiner Sicht, dass rechte Parteien so stark geworden sind, wie sie geworden sind. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Jetzt würde ich gerne angesichts der fortgeschrittenen Zeit allen unseren Rednern nochmal die Möglichkeit geben, ein Schlussstatement zu formulieren und auch auf das Gesagte einzugehen. Frau Lunacek, gebe das Wort. Genau, ich würde gerne noch einmal anknüpfen, das, was der Hannes Wohl jetzt gerade gesagt hat, nämlich die Frage, wie wird das ausschauen nach der Wahl? Wie gesagt, wir werden es erst nachher wissen, aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass diese rechts bis rechts außen, also von den Konservativen, National bis Rechtsextremen, dass die stärker werden, das ist ziemlich wahrscheinlich. Ich glaube, die große Frage wird sein, werden sie schaffen, eine gemeinsame Fraktion zu bilden? Die haben sie einmal schon, das war, wann war das, 2009, 2008, wann haben sie mal eine gehabt, 2011 oder irgendwann einmal, aber relativ kurz, weil quasi die Internationale der Nationalisten, das funktioniert oder hat in der Vergangenheit nicht wirklich funktioniert. Dann haben sie jetzt leider seit 2015 eine gehabt, aber mit 20, 30, 35 Abgeordneten, also relativ wenige, nur waren es drei Gruppierungen, also auf dieser rechtskonservativen bis rechtsextremen Seite, plus die Fraktionslosen wie der eine deutsche Nazi und die drei oder vier goldene Morgenröte aus Griechenland, also die wirklichen Faschisten. Die Befürchtung ist schon, dass die alle stärker werden. Es kann schon sein, dass sie schaffen, eine Fraktion zu bilden. Ich meine, das ist ja auch diese Finanzierungsgeschichte da von Frau Kolm, Vizepräsidentin der Nationalbank und ihrer Umgebung an die ECR, also an die polnische PiS-Partei, weil die britischen Tories werden wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Die hat damit zu tun, dass auch Wilimski sehr dahinter ist, mit denen da was gemeinsam zu machen. Also ist jetzt die Vermutung, kann es ja nicht beweisen, aber es schaut schon so aus. Aber das, und das hat der Hannes jetzt eh gesagt, die haben im Europaparlament, die sind nie in irgendwelchen Ausschüssen, oder nicht in den Ausschüssen sitzen sie vielleicht schon drin, melden sich einmal zu Wort, aber bei den Verhandlungen, und das ist ja im Unterschied zum Nationalrat, das, wo wirklich im Europaparlament wird jedes Gesetz, jeder Text wird von den, nicht von allen, aber von einem Großteil der Fraktionen gemeinsam verhandelt. Und da sitzt du stundenlang und verhandelst um wirklich Inhalte bis hin zu Formulierungen und handelst aus, du kriegst das, dann müssen wir aber da auch noch mehr reinschreiben, etc., um dann eine Mehrheit zu kriegen, weil ja niemand zum Glück Allah eine Mehrheit hat. Die sind nie irgendwo dabei. Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass also die Freiheitlichen, außer die Frau Kappel, aber die ist jetzt nicht mehr aufgestellt worden. Ja, genau. Aber ansonsten auch von den anderen, die sind immer nur groß, wenn es im Plenar geht, zum große Anti-Reden halten, aber ansonsten sind sie nie da. Und ein bisschen ist meine, Hoffnung klingt das falsche Wort, Zuversicht für die nächste Periode, zumindest im Europaparlament. Ich meine, was dann danach kommt, weiß man nicht. Aber dass sie einfach es auch rein zahlenmäßig, auch wenn sie 100, 120 Abgeordnete vielleicht haben in einer Fraktion und wenn sie selber die Führung haben für ein europäisches Gesetz, dass sie es nicht durchs Parlament bringen werden, weil ihnen die anderen das runter oder rausverhandeln werden und dann wird es eine Mehrheit für einen anderen Text geben. Also das ist ein bisschen noch meine Zuversicht, dass es jetzt für die nächste Periode mit dem, was es tatsächlich für europäische Gesetze heißt, nicht so sein wird, dass die da einfach drüber fahren und das wird alles anders. Das wird es nicht sein. Aber
sie werden sehr viel mehr Geld haben, wenn sie es wirklich schaffen, eine Fraktion zu bringen. Und das ist, sage ich einmal, der Hauptgrund, warum sie überhaupt dort sind. Ja? Weil sie tun, sie machen Arbeit für ihre Parteien zu Hause. Sie haben sogar, ich habe als Vizepräsidentin war ich unter anderem zuständig für die, als eine von zwei für die Finanzierung der europäischen Parteien. Und da sind uns einige Lücken aufgefallen, die sie wirklich ausgenutzt haben, mit sehr raffinierten Anwälten. Zum Beispiel hat die FPÖ, das war glaube ich 2012, 2013, weil die FPÖ nicht Mitglied der Europäischen Partei war, das war eine Lücke, das früher ist nie auf die, jemand auf die Idee gekommen, dass es geht, konnten zwei ihrer Europaabgeordneten zwei verschiedene europäische Parteien unterstützen und damit beiden die Basisfinanzierung sichern. Ja. Das haben wir dann geändert, aber das sind mehrere so Dinge, wo sie es einfach geschafft haben, ganz viel Geld für ihre eigenen Kampagnen das zu nutzen, und da sie werden mehr Personal haben, das wird alles sein. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, schon seit damals, also seit 2013, 2014, was mir und uns allen aufgefallen ist, die sind einfach, jetzt die unterschiedlichen Gruppierungen, die dir genannt wurden, die sind mittlerweile sehr gut organisiert und sie haben viel Geld. Aus unterschiedlichsten Kanälen, ja, aus irgendwelchen religiös-fundamentalistischen, aber auch aus politischen, haben sie ziemlich viel Geld und haben sich sehr gut aufgestellt mit ihren Kampagnen. Sie haben zum Beispiel auch, sie nutzen auch europäische Möglichkeiten. Sie haben die Europäische Bürgerinitiative dazu genutzt, oder rein rechtlich dürfen sie es ja nutzen, um eine Kampagne zu machen, One of Us, wo das war die erste, die überhaupt über Millionen müssen sie eh haben, aber die sehr viel mehr hatte als andere, wo sie sich raffiniert zwei Bereiche rausgesucht haben aus der Entwicklungszusammenarbeit, wo sie keine Gelder haben wollten, ähnlich wie Trump das gemacht hat, oder auch schon frühere, dass nichts mehr finanziert werden darf, wo irgendwo es zur Abtreibung drinnen ist, ja, oder sexuelle, reproduktive Gesundheit und Rechte. Und den zweiten Passus habe ich vergessen, aber wo sie es wirklich geschafft haben, das war schwer verständlich, um was es konkret gegangen ist. Aber es ging darum, gegen diese EU, die da allen aufoktroyiert, dass die Frauen jetzt alle frei abtreiben können und alle die Geschlechterrollen völlig durcheinander gebracht werden, alles das. Damit machen sie ganz viel Kampagnen und finden ganz viele Leute, die da auch mitmachen, so wie der Hannes schon erzählt hat. Also das finde ich auch, das sind wir sozusagen von der Mitte links, wie immer man das nennen wollen, fortschrittlichen Leute. Zum einen habe ich das Gefühl, da sind wir oft viel zu auch zersplittert und zersplittern uns dann in unseren jeweiligen Gruppen und schaffen es nicht zu sagen, der politische Gegner ist woanders und nicht in den eigenen Gruppierungen, meine eigene Partei inklusive, aber es ist nicht nur bei uns so. Aber ihr habt das beim Frauenvolksbegehren eh schon, glaube ich, viel besser gemacht, als es früher möglich war, mit sozialen Medien wirklich so kampagnenmäßig auch was zu tun. Aber da habe ich schon den Eindruck, da müssen wir alle, egal wo wir uns engagieren, auch noch besser werden drin, die Dinge mehr unter die Leute zu bringen und sie auch emotional zu gewinnen dafür. Ja? Weil die Argumente allein sind oft wenig. Ja? Das ist leider so. Vielen Dank, Frau Lunacek. Oh Gott. Ja, Abschlussstatement ist natürlich schwierig, weil so viele spannende Themen aufgekommen sind. Ich glaube, ich möchte noch mal einhaken bei der sozialen Frage, weil ich glaube, die aufzugreifen allein ist definitiv nicht genug, weil auch wenn Menschen materiell abgesichert sind, das nicht automatisch dazu führt, dass sie nicht weiterhin Ängste haben, dass sie diesen Status verlieren könnten oder neidisch sind oder trotzdem irgendwie sich im Weltgeschehen nicht zurechtfinden können und ähnliches. Und ich denke, es wäre auf jeden Fall wichtig, die soziale Frage wieder zu entethnisieren, weil wenn man jetzt anschaut, was die Regierung so gemacht hat, sozialpolitisch, dann könnte man ja irgendwie zu dem Punkt kommen, okay, da waren so viele Verschlechterungen für Menschen dabei, die direkt davon betroffen sind und die sozial Schwächsten der Gesellschaft sind. Die nächsten Wahlen müssten ja dann auf jeden Fall anders ausgehen, wenn man sie daran bemisst. Und ich traue mir so eine, also ich würde sagen, so eine Prognose wird nicht aufgehen, weil es halt vor allem
diese Ethnisierung von Sozialpolitik ist, die die aktuelle Regierung gerade vorantreibt. Und dass halt gerade bei Debatten rund um Mindestsicherung neu und etc. ja immer sehr stark auffällt, dass zwar es eine Verschlechterung für die unter Anführungszeichen Mehrheitsgesellschaft gibt, aber noch eine deutlichere Verschlechterung für zugewanderte Menschen von den gleichen Gesetzgebungen stärker ausgeschlossen werden oder noch stärkeren Geldkürzungen ausgesetzt sind etc., so dass irgendwie ist so mein Eindruck, in der Bevölkerung das Bild hängen bleibt, ja, mir mag es vielleicht schlecht gehen, aber Hauptsache den Ausländern geht es noch schlechter. Und dass man sich viele genau damit alleine schon zufrieden geben. Und deswegen würde ich sagen, es braucht eine Entethnisierung der sozialen Frage und es braucht gleichzeitig aber auch ganz viel Bildungsarbeit, die halt einfach auch genau diese gesellschaftlichen Fragen, diese Ohnmachtsgefühle, die schwierigen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens aufgreift und hier einfach wieder stärker Utopien und positive Konzepte verbindet, wie halt eben Solidarität, mit also ein vielfältiges Miteinander etc., auch eine antifaschistische Grundhaltung, dass ohne diesen Fragestellungen, glaube ich, ist das Aufgreifen der sozialen Frage zahnlos. Frau Schimi. Mhm. Ich habe mir jetzt so drei Punkte für ein Schlussstatement aufgeschrieben. Also mein Eindruck ist einfach, dass wir als unter Anführungszeichen Progressive, die wahrscheinlich viele auch hier sind, sehr viel vorsichtiger sein müssen im Übernehmen von Diskursen, die tatsächlich auch schon in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich von rechter Seite, von rechtsextremer Seite gekommen sind. Ich habe immer das Gefühl, dass wir sehr oft dazu neigen, gleich in dieses Verteidigen und das Eingehen auf rechtsextreme Positionen, dass wir darin sehr schnell sind, aber eben dann selber mit eigenen Ideen, mit eigenen Utopien sehr auf uns warten lassen. Deswegen eigentlich auch so ein bisschen ein Appell und ich glaube, das gilt sehr wohl für die Gleichstellungspolitik als auch für einfach progressive Ideen an sich in der Politik, dass man sich sehr wohl auch auf radikalere Ideen einlassen sollte. Und das haben wir zum Beispiel im Frauenvolksbegehren mit einer, die wie von vielen genannt wurden, eine sehr radikale Idee war, mit einer Arbeitszeitverkürzung versucht. Aber nicht, weil wir daran glauben, dass Arbeitszeitverkürzung innerhalb von 2 Jahren in Österreich tatsächlich Thema werden könnte, sondern weil wir einfach mal ein Einfallstor brauchen, um Aufmerksamkeit zu generieren und ein eigenes Thema zu setzen, das nicht ständig von rechts kommt, um tatsächliche frauenpolitische Probleme zu sprechen, und zwar um bezahlte Arbeit, und zwar Gleichstellungs-, also nicht gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen trauen, radikale Positionen und radikalere Ideen, und mit radikal meine ich einfach systemfernere Ideen, auch in den Diskurs hineinzuwerfen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass wir einfach in dem Diskurs immer rechtspopulistische Frames, wie das heißt, übernehmen, dass wir sehr oft dazu neigen, einfach nur Kontra zu geben, ohne mal wirklich durchzudenken, was bedeuten diese rechtspopulistischen Ideen. Und wir fragen sie auch nicht, was heißt das, wir nehmen keine Migrantinnen mehr auf. Heißt es, dass wir auf sie schießen? Heißt es, dass eure Kinder, wenn sie Soldatinnen sind, dann an der EU-Außengrenze stehen und auf diese Menschen schießen sollen? Also wir lassen diese Frames einfach stehen einerseits der Rechten, ohne wirklich zu fragen, was ist denn die Konsequenz daraus, und umgekehrt bieten wir überhaupt keine, wie ich sagen würde, es geht nämlich gar nicht um Lösungsvorschläge, ich finde, es geht um Utopien. Es geht nicht darum, dass wir die Inhalte alle schon kennen, aber ich glaube, es geht darum, und das ist für mich der Feminismus vor allem, auch zu sagen, es gibt eine andere Variante dieser Gesellschaft, sie ist möglich, sie ist eine sehr viel gleichere, sie ist eine freiere und sie ist vor allem eine, wo Frauen auch genauso wie Männer und auch andere Geschlechter anerkannt werden. Und ich glaube, genau darum geht es, zu sagen, dass dieses System eine Variante ist, es gibt aber feministische Ansätze von Gesellschaft, von Wirtschaft, die besser funktionieren. Und ich glaube, so der dritte Appell, den ich gerade so ein bisschen aus der Zivilgesellschaft kommend schon noch immer habe, gerade auch zur Parteipolitik, ist selbstkritischer zu werden, was die Art des Politikmachens angeht. Also ich mache mir
aus einer demokratiepolitischen Sicht schon noch Sorgen, wenn beispielsweise wie letztens jetzt in Salzburg die Beteiligung bei Wahlen so runtergeht. Und wer beteiligt sich bei Wahlen? Es sind dann eben vor allem auch wieder gut gebildete Menschen, es sind gewisse Gruppen, die wir von Wahlen mittlerweile total ausschließen, also Leute, die eben keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Also ich glaube, wir müssen auch insgesamt uns die Frage stellen, wie kann Politik machen, insgesamt inklusiver werden, wie können neue Strukturen in Parteien aufgebaut werden, damit Frauen, damit Migrantinnen, damit sehr viel mehr Selbstrepräsentation in das Politikmachen kommen kann. Also ich glaube, als progressive, feministische Politik kann es eben nicht nur um die Inhalte gehen, sondern es muss auch um eine neue Art des Politikmachens gehen. Und da eben auch ganz stark in die Selbstvertretung. Also es gibt ein wunderschönes Beispiel aus Frankreich in den 90er Jahren, wo arbeitslose Menschen, wo jede Gemeinde mindestens einen arbeitslosen Menschen in seinem Gemeinderat haben musste. Und ich finde das total schön, weil da geht es um Selbstvertretung. Da geht es darum, dass die Menschen ihre eigenen Anliegen und Deutungen selber erarbeiten können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, zwar jetzt nicht eine feministische Idee, aber ich glaube, das ist auch das, was der Feminismus an sich sagt, dass es um Selbstvertretung gehen muss, um Deutungshoheiten und nicht darum, dass eben eine auch im Parlament sitzende, muss man sagen, finanzielle Elite Gesetze für andere Menschen macht. Und in dem Sinn, glaube ich, sind zivilgesellschaftliche Organisationen gerade aktuell total notwendig, um auch die Art des Politikmachens von progressiven Parteien sehr kritisch zu beleuchten, weil auch dort funktioniert nicht sehr viel. Und ich glaube, sehr viele der Zerschlagungen sind tatsächlich auch, weil wir nicht selbstkritisch genug in unseren Strukturen waren. Vielen Dank. Dann das letzte Wort an Hannes. Nur ganz kurz, weil ich ja viel zustimme. Ich glaube, wir müssen nochmal schauen, wie haben sich Ideen in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt. Die haben sie nicht durchgesetzt, indem sie kurzfristig vorgebracht worden sind und dann sind sie schon umgesetzt worden, sondern wenn man lange auch kontroversielle Ideen, die umstritten waren, propagiert hat und darauf beharrt hat. Ich kann mich noch gut erinnern an den SPÖ-Parteitag damals, war ja eine SPÖ-Regierung, als es um die Abtreibung ging, wo auch der Justizminister und auch der Bundeskanzler damals gesagt haben, naja, das geht aber zu weit, etc. Und die SPÖ-Frauen haben darauf beharrt, dass jetzt nicht wieder an einer, das schließt ein bisschen an, was gerade gesagt wurde, an einer sozusagen vagen und schwammigen Kompromisslösung umgearbeitet worden ist, sondern dass man das eben dann durchgesetzt hat. Weil da war Angst vor der Kirche etc. Und ja, man sieht, es geht. Ich will jetzt gar nicht darauf hinweisen, oder kann das auch kurz machen, wenn ich denke an Jürgen Haider oder an Strache, wie die über viele Jahre lächerlich gemacht worden sind und vielleicht heruntergemacht worden sind, aber letztendlich, indem sie permanent immer wieder dasselbe gepredigt haben, und bei Trump ist es ähnlich. Ja? Wenn ich denke an die Medienberichte, Trump insbesondere in der ersten Zeit des Wahlkampfs, wo ja niemand geglaubt hat, der ist ja völlig verrückter, der wird jetzt wird da heruntergehen, ja, mit seinen starken Aussagen. Natürlich sind schon andere Dinge vorbereitet worden, das Feld war gut vorbereitet für ihn. Und ich glaube, wir sind manchmal zu zurückhaltend und glaube ich, müssen einfach stärkere Aussagen treffen, was wir wollen. Und insbesondere, glaube ich auch, geht es um ein Gesellschaftsbild, das wir darstellen müssen. Es geht, glaube ich, nicht nur um einzelne Maßnahmen, die wir natürlich immer kritisieren und natürlich aufgreifen müssen. Und ich gebe völlig recht, seit Jahren hat insbesondere die FPÖ die soziale Frage total verdrängt. Die hat nichts gesagt. Es geht nicht darum, ob du viel verdienst oder wenig verdienst. Es geht darum, bist du Ausländer oder Inländer. Und wir haben dem eigentlich zu wenig entgegengehalten. Oder fast nichts entgegengehalten. Eben ein Menschenbild, wo es nicht geht, ob du Ausländer oder Inländer bist, sondern wo es darum geht, bist du diskriminiert, bist du benachteiligt als Frau oder eben als Ausländer oder Ausländerin insbesondere und darauf reagieren müssen. Und das fehlt mir, glaube ich, in der heutigen Politik, dass man so ein klares Menschenbild hat, das auf Inklusion geht, auf Einschluss aller, auf Aufhebung von Diskriminierung, auf Fortsetzung von Prozessen, die eingeleitet worden sind, aber nicht vollendet worden sind, gerade was Gleichberechtigung, Gleichstellung etc. betrifft. Und das muss wieder her. Und dann hat, glaube ich, diese
wie die Ulrike gemeint hat, linksliberal, progressive sozusagen Schichten der Bevölkerung, die Computer aufwenden. Wir alle wissen, wenn Leute merken, man kann was durchsetzen, dann Gewinner. Also dann kommen Leute zu und unterstützen das, weil sie dann doch sehen, dass dahinter ein Bild ist, nicht nur eine abgewirtschaftete Partei oder eben politische Kräfte, die nicht wissen, wie sie wieder mobilisieren können, sondern weil sie ein Bild der Gesellschaft, des Lebens und des Lebens darstellen, das eigentlich doch ein modernes Bild ist, das einer Gesellschaft entspricht, die eigentlich doch eine relativ reiche Gesellschaft insgesamt ist, wenngleich es auch noch viel Armut ist. Da ist ja die Diskrepanz, wenn wir schauen, wie viele arme Gesellschaften auf dieser Welt gibt und wie reich wir insgesamt sind, und wenn dann aber die Chancen trotzdem noch nicht so gleich verteilt sind, da ist ein Widerspruch, den, glaube ich, müssen wir aufzeigen. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt gerne an das Publikum abgeben. Gibt es denn irgendwelche Fragen an unsere RednerInnen hier? Ja, ich fange in dem Fall an. Herzlichen Dank für die sehr interessante Diskussion. Ich würde doch noch einmal, was ich doch spannend finde, weil das Thema auch ist, wie mit Antifeminismus und Rechtspopulismus. Ich würde nicht ganz sagen, dass Rechtspopulismus gleich Rechtsextremismus ist. Da gibt es ein bisschen einen Unterschied, und da wäre zum Beispiel das, wie die Regierung umgegangen ist mit dem Burka-Verbot beispielsweise. Und damit meine ich jetzt nicht die FPÖ, sondern auch die ÖVP. Das war für mich jetzt eher eine rechtspopulistische, eher als eine rechtsextreme Vorgehensweise. Aber interessant ist, dass sie damit ja auch mit dem Burka-Verbot so getan haben, als würden sie ja die muslimischen Frauen schützen wollen. Und sie waren in der Lage, das auch den Leuten irgendwie, zumindest habe ich das Gefühl, den normalen Leuten auf der Straße, jetzt nicht den sehr, sehr gebildeten, progressiven Leuten, aber auch so nahe zu bringen. Und dasselbe eben auch eben mit diesen sexuellen Übergriffen, die unglaublich gut instrumentalisiert werden, teilweise auch auf rechtsextremistische Art und Weise. Und wie kann man dem entgegenhalten, dass die FPÖ auch vor allem in der Lage ist, sich zu präsentieren, als würden sie die Frauen schützen? Wieso kommt niemand und sagt, naja, die FPÖ hat ja nur in ihrer Fraktion sind ja nur 23% Frauen, also das sind ja bei der ÖVP 36%, ich glaube in ganz Österreich auch so. Wieso wird das nicht, wieso gibt es diesen Diskurs nicht? Bitte schön, Sie dürfen antworten. Also gern zu der, also, es, also ich kann mich erinnern, als ich noch im Nationalrat war und sonst, es waren immer wieder Debatten darum, wenn es, das war ja früher schon so, dass die FPÖ Wahlkämpfe gemacht hat, früher, also vor Jahren, mit Sie sind für die freien Frauen. Ja, man kann mich nur erinnern, ich dachte echt. Also diese Frechheit muss man mal haben, aber die haben sie. Und das ist schon oft thematisiert, aber zum Beispiel wäre eine, also ich bin schon eine starke Verfechterin der Quote, weil ich finde, ansonsten dauert es bis ins übernächste Jahrhundert. Aber zum Beispiel wäre was, dass tatsächlich ein Gesetz gemacht wird, das ist jetzt illusorisch, dass die Parteienfinanzierung abgestellt wird auf wie viele Prozent Männer und Frauen im Parlament sitzen und nicht nur auf den Listen sind. Also das würde jetzt das Problem, wie die FPÖ mit den Frauen auch nicht ändern, aber, und das heißt auch nicht, also ich, Frau sein allein ist auch kein Programm, ja, das ist schon auch klar, aber dennoch würde das was zumindest von der Sichtbarkeit verändern. Das andere, ich glaube, aufgezeigt wird es schon oft, nur es nützt nicht viel. Ja. Das Problem ist wirklich, es sind oft, mittlerweile geht es da bei Dingen wie um Glaubensfragen. Also sozusagen, dass die, und sie haben sich mittlerweile, ich habe vor kurzem mit einem früheren Kollegen gesprochen, der gemeint hat, sie haben sich mittlerweile so quasi in die Mitte der Gesellschaft erobert, ja, mit dem Diskurs, den sie machen und den sie haben. Und die FPÖ, also, oder ich meine, die Mitte im Sinn von, dass sie so viel Unterstützung haben. Ja, wenn man sich die Umfragen anschaut, ist es leider so, dass sie, also die ÖVP sowieso viel besser als früher, die FPÖ weniger, wenigstens das, aber trotzdem, sie sind alle nochmal nach rechts, also die ÖVP sowieso weit nach rechts gerückt. Aber sie dominieren den Diskurs. Und das machen sie
wie es eh schon gesagt, mit ganz vielen sehr präzisen Vorschlägen, wo ständig irgendwas anderes kommt, wo und wo sie dann mit, in der Argumentation zum Teil sehr gut sind. Also nicht, dass irgendwer meint jetzt, dass ich das teile, aber von, dem, von der Art und Weise, wie sie es machen, ist es einfach Diskurs dominieren und diese Message Control, ja, die kurz ganz, also irgendwelche Strategen, die das anschauen, muss man sagen, das macht er leider sehr gut. Und das ist dann ganz schwierig dagegen, also wie du gesagt hast, ja, eigentlich geht es auch darum, nicht immer nur dagegen zu reden. Ja, du kommst ja nicht nach damit, ja, denen irgendwie zu sagen, das geht nicht und das geht nicht und das hat diese Auswirkungen. Das heißt, du bist immer im Diskurs von ihnen drinnen. Und da aber dagegen zu tun oder eigenes in den Vordergrund zu stellen, das ist ganz schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht geht, aber das ist wirklich, das sind neue Herausforderungen, die gab es früher in der Form nicht, glaube ich. Und ich wollte nur was zu der Sache, warum gerade dann auch diese Themen wie Burka und Kopftuch und also das, was alles Frauen betrifft, das so im Vordergrund stehen. Das ist schon so, dass der Kampf oder das Frauenkörper in früheren Kriegen und auch in heutigen Kriegen ist es auch ein Kampf um Frauenkörper. Ja, also Vergewaltigung im Krieg ist ein Machtinstrument. Also im Nichtkrieg auch, aber sozusagen da noch einmal mehr. Und jetzt haben wir Cyberwar und haben wir sonstige Schlachtfelder in der Politik und da geht ganz viel auch wieder um die Körper von Frauen. Und das finde ich, also das wird mir jetzt auch, als ich mittlerweile jahrzehntelange Feministin, auch bewusst, dass das wieder stärker wird. Ja, und dass das wieder ein Kampffeld wird, wo wir schauen müssen, ich habe jetzt auch keine Lösungen dafür, wie es möglich ist, den Diskurs auch wieder in eine andere Richtung zu bringen. Ja, und weg von dieser Dominanz von sehr stark auch männerdominierten oder maskulinistisch, wenn man sagt, dominierten Diskurs. Ich hoffe, da auch keine Lösung. Oder nicht sofort. Und dann vielleicht kurz anzuschließen, das ist schon spannend, was du jetzt gesagt hast, nämlich die Männergesellschaft entscheidet, wie Frauen angezogen sein sollen. Vor nicht allzu langer Zeit hat sie entschieden, natürlich im Burgenland und in den ländlichen Gebieten, Frauen müssen ein Kopftuch tragen. Das war doch üblich. Ja? Und das war die Entscheidung. Und dann ist man jetzt, weil das eben nicht mehr so en vogue ist, entscheidet man jetzt, sie dürfen kein Kopftuch tragen. Also man ist, glaube ich, schon ein wichtiges Element. Und zweitens kommt hinzu, dass natürlich die Islamophobie da eine Rolle spielt, die weit verbreitet ist. Auch ein bisschen, dass man dann schon übernommen hat, eine Zeit lang, also kein Kopftuch zu tragen, ist irgendwie schon ein Zeichen des Fortschritts und jetzt das Kopftuch ist wieder ein Zurückversetzen. Also das Problem ist ja, dass da verschiedene Elemente mit einer Rolle spielen. Jetzt will ich nicht alle Schwarze zitieren, die ja dann auch massiv dagegen aufgetreten ist. Und das macht ja eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr heterogene und sehr unterschiedlich strukturierte Situation. Was aber, glaube ich, entscheidend ist, und das schließt wieder an, dass eben die Männergesellschaft entscheidet, durch Gesetz, dass wieder auch diese autoritäre Strukturen da sind. Denn es ist ja nicht die Frage, dass man sagt, wir wollen jetzt eine Debatte haben, wir wollen mit den Kindern und mit den Frauen und mit den Männern, die irgendwie in den Familien mit Kopftuch diskutieren, ob das vernünftig ist, gescheit ist und warum, sondern es wird ja nicht die Debatte gewünscht, sondern die autoritäre Entscheidung. Und das hängt ja auch im Zusammenhang mit dieser ganzen Zurückdrängung von der Zivilgesellschaft, insbesondere beim Flüchtlingswesen, aber eben schon erwähnt auch bei den Frauenorganisationen zu tun. Und das wird auch nämlich kaum aufgedeckt. Wir kehren wieder zu einer sehr autoritären Gesellschaft, auch innerhalb des formal demokratischen Systems zurück, wo es nicht völlig im Gegensatz eigentlich zu dieser Ideologie, die die ÖVP immer verbreitet hat, die Zivilgesellschaft ist wichtig, weniger die staatlichen Strukturen, lässt sich jetzt auch diese ÖVP, weil die FPÖ sozusagen in diesen Bereichen wenig Anhang hat, zwingen, diesen Weg zu gehen, oder geht ja auch freiwillig, dass man Flüchtlinge eben nicht mehr durch Familien, durch Zivilgesellschaft betreuen kann, sondern der Staat muss es machen.
Und dann kommt plötzlich halt die Frauenministerin und sagt, das, was schon existiert in der Zivilgesellschaft, Hilfe für die Frauen, das ist nichts, der Staat, ich muss das jetzt neu organisieren. Und das hängt natürlich mit dem Kopfdruck zusammen. Man ist froh, wenn da jemand da ist, der was verbietet. Und wenn er es auch dazu den Frauen verbietet, ist besonders gut. Wir wollen jetzt wieder eine Gesellschaft, wo diese klaren Regeln herrschen und nicht diese Unsicherheit, dass Frauen mit und ohne Kopftuch, und da gibt es vielleicht Muslime, die haben kein Kopftuch, was ist das für eine Muslimin? Also dass diese autoritären Strukturen und Tendenzen, dass die so stark geworden sind, das ist etwas, worum es dann auch, glaube ich, diese Debatte dann gar nicht gibt. Und da hat Ulrike völlig recht, ich merke das überall, auch im weiteren Bekanntenkreis, dass dann diese Dinge in Mitte der Gesellschaft angekommen sind und Dinge, die vor 5 Jahren nie jemand gesagt hätte von diesen Leuten, plötzlich genau das wiederholen. Und das ist eigentlich das wirklich Problematische. Vielen Dank. Ich würde jetzt nochmal die Möglichkeit dem Publikum geben, einige Fragen zu stellen, wenn da Fragen sind. Ja, also erstmal danke an das wirklich großartige Panel. Ich habe eine Frage. Populismus wird doch eher, glaube ich, im feministischen und im linken Diskurs als negativer Begriff verwendet. Und ich habe den Eindruck, man sollte sich den Populismus selbst mehr zunutze machen und man sollte ihn auch wirklich als Instrument, als Methode verwenden. Ich stimme Ihnen, Frau Schengel, auf jeden Fall zu, dass es wichtig ist, extreme Positionen zu vertreten, wenn man politisch erfolgreich sein will und auch eine Sache vorantreiben will. Trump macht das zum Beispiel, politisch komplettes Neuland betreten, aber er macht das eben mit ganz banalen populistischen Methoden. Und ich glaube, das ist die Kombination, die man wählen muss. Deswegen meine Frage an das Panel. Haben Sie den Eindruck, wie ich, dass die Linke, dass der Feminismus vielleicht vor populistischen Methoden ein bisschen zurückschreckt, weil es ja auch vielleicht nicht intellektuell ist? Wir haben hier ein großartiges Panel, wahnsinnig intellektuell, so viele gescheite Menschen, aber das holt vielleicht auf dieser Ebene wenig Menschen ab. Braucht die Linke, braucht der Feminismus mehr Populismus? Vielleicht darf ich da gleich. Wir haben uns beim Frauenvolksbegehren wirklich sehr, sehr häufig diese Frage gestellt, wie können wir zum Beispiel Menschen am Land erreichen, die mit dem Feminismus per se schon mal total negative Dinge verbinden. Und ja, ich glaube, das ist einfach so die große Frage insgesamt für progressive Bewegungen. Wie kommt man an Menschen, ohne zu vereinfachen, also ohne zu verkürzen, aber trotzdem so, dass man verstanden wird? Wie kommt man an sie ran? Und ich meine, ich habe eigentlich immer nur banale Antworten darauf. Ich glaube, wir müssen alle Meisterinnen und Meister der leichten Sprache werden in unseren Texten. Wir müssen Untertitel einführen. Also es sind wirklich tatsächlich banale Sachen. Wir haben einfach in Österreich, und da geht es jetzt nicht nur um Analphabetinnen oder Migrantinnen, wir haben sehr viele Menschen, die nicht Sinn erfassen, lesen und schreiben können, weil sie die Bildung nicht hatten. Ich glaube, wir müssen einfach anfangen, unsere Informationen sehr viel einfacher bereitzustellen. Und das sind dann eben Texte in leichter Sprache, das sind Videos, die vielleicht auch mal in Mundart gesprochen werden. Das sind aber eben auch Übersetzungen auf Türkisch, Serbokratisch und in anderen Sprachen, was natürlich dann sofort wieder in einen rassistischen Diskurs enden wird, wie man aktuell wieder bei einer AK-Broschüre gesehen hat für die Wahlen. Aber genau diese Sachen brauchen wir. Also ich glaube, wir brauchen wirklich banale, einfache Instrumente und leichte Sprache zu lernen. Das kann ich wirklich jedem raten, ist so der erste Schritt. Das haben wir beim Frauenvolksbegehren versucht. Wir hatten leider nicht das Geld dafür, das wirklich breitenwirksam einzusetzen. Das ist natürlich eine Frage der Finanzierung, aber die Instrumente gibt es schon. Also ich glaube nicht, dass wir populistisch im Sinn von Sündenböcke malend werden müssen, weil das Bild der Rechtspopulismus vereinfachend ja immer auf quasi bestimmte Personen abzielt. Aber ich glaube, wir müssen einfach in unserer Kommunikation sehr viel einfacher werden. Andere Wörter einsetzen, uns auch öfter überlegen, wird dieser Begriff überhaupt noch verstanden, abseits von intellektuellen Blasen, und dann uns einfach auch trauen, glaube ich, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen.
vielleicht da noch was hinzufügen. Das eine ist, das hast sicher recht, diese, also das, die Dinge einfacher zu formulieren, leichter verständlich zu formulieren. Aber das zweite ist schon, ich habe es zuerst versucht, ganz, ich glaube, im ersten Wortmeldung auch kurz anzusprechen, dass für mich, oder das war bei uns, bei den Grünen, auch bei den europäischen Grünen, vor Jahren schon eine Diskussion, ob man nicht, also ob jetzt Populismus auch im Sinn von etwas so zu formulieren, damit es leichter verständlich ist. Beziehungsweise, das haben wir auch manchmal versucht, das ist nicht immer bei allen gut angekommen, mit Humor oder auch mit Selbstironie, auch in Wahlkämpfen. Ich kann mich gut erinnern an das Plakat 2017, sei mit einem kleinen Buben, mir und einem kleinen Buben, sei ein Mann, wähle eine Frau. Also, es hat vielen sehr gefallen, aber auch in der feministischen Szene, auch unter meinen Freunden, ich dachte, was machst du denn da, wie kannst du denn das machen? Ich habe das super gefunden. Ja? Mir hat das super gefallen. Ich habe gesagt, ja, genau, dann sollen die Leute drüber reden und drüber, und was heißt jetzt Mann sein? Ja, darfst doch eine Frau wählen. Ja? Nur zu einer lesbischen Erinnerung dazu, für die, die es wissen vielleicht. Ja? Also, dieses, ich finde das, für mich sind es, also von der Methode her etwas, wo du Humor verwendest und etwas, was ja leicht verständlich ist und wo jetzt, wo auch dann drüber geredet wird. Weil eben, wenn man uns mit, also ja, über, um Leute zu erreichen, die nicht ständig sich mit diesen Themen befassen. Ja, ich glaube, um das geht es auch, ja, auch in der Gesellschaft. Es gibt die, was nicht, 10-15%, die werden, jetzt sage ich, wir hier wahrscheinlich eh nie erreichen, jetzt pauschal gesagt. Dann gibt es die anderen 10, 15, 20, vielleicht 25%, die eh überzeugt sind von dem, was wir hier sagen. Dann gibt es viele andere dazwischen, für die spielt sich das Leben anderswo ab. Ja? Die tun da nicht ständig drüber diskutieren oder reden. Und die, glaube ich, um die geht es auch in diesem Diskurs, ja? Also in dem, was jetzt auch die Regierung macht, die zu gewinnen. Und da finde ich schon, dass man oft auch, ich wünsche schon, dass wir uns trauen können, aber wie gesagt, ich habe meine Erfahrungen waren auch immer nicht nur gute. Ja? Damit sich manchmal auch mit Wortspielen so Dinge zu trauen, also gerade wenn es um Kampagnen geht. Ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel die eine Kampagne, die Lefe gemacht hat, die eine Organisation, die vor allem mit Sexarbeiterinnen arbeitet in Wien. Und die haben vor Jahren eine Kampagne gemacht, haben auch versucht, wie kennen sie das eher, weil da gibt es ja auch die Debatte, muss jetzt Sexarbeit verboten werden, was die nicht so finden, ich auch nicht, oder brauchen sie einfach Rechte. Und die haben dann Schirme gemacht und Plakate und so, für Ways und so Dinge, und da stand dann der Spruch drauf, Sexarbeiterinnen haben Lust auf ihre Rechte. Auch das gab heftige Debatten, auch unter den Feministinnen, du hast doch nicht die Lust damit, mit denen, die wollen doch Rechte und so weiter. Also es ist, ich meine, das, was wahrscheinlich notwendig ist für so Kampagnen, ist, dass drüber geredet wird. Das heißt nicht, dass alle dann das gut finden. Ja? Und das muss man sich dann auch trauen. Ja? Das ist schon, ich finde schon, dass es notwendig ist, auch für die Inhalte, über die wir da jetzt reden, ja? Solche Methoden auch zu versuchen. Und da werden sich auch manche, auch aus unseren Kreisen, dann davon abwenden, dass das geht jetzt gar nicht. Aber es wird vielleicht auch manche anderen davon überzeugen, dass es doch einen Sinn macht. Und auf allen kannst du das sowieso nie recht machen. Ja? Also das ist auch so. Aber ich finde nur, alle diese Beispiele haben nichts mit Populismus zu tun. Populismus würde ich sagen, ist doch ein, zumindest bin jetzt nicht wissenschaftlich genau die Definition, aber dass ich Dinge verspreche mit Slogans, die ich nicht halten kann. Und wo ich weiß, ich kann sie nicht halten, aber ich verspreche sie, weil ich dadurch Wähler gewinnen will. Und zweitens ist beim Populismus fast immer dabei, dass irgendwer schuld ist an deinem Übel, nur nicht du selbst oder die Verhältnisse, sondern meistens sind es dann die Ausländer oder eben die Frauen, die den Männern den Job weggenommen haben, etc., was der Herr Trump sagt. Man darf doch nicht das Populäre und das vielleicht Kontroversielle, das ich völlig unterstreiche, sozusagen mit Populismus verwenden. Denn wenn ich den Spruch habe, auch mit den Sexarbeitern, ist da nichts drinnen, was sozusagen ich nicht im Prinzip einhalten kann oder die andere Seite. Ich bin da völlig bei deiner Meinung, Ulrike. Ich glaube nur nicht, das hat Populismus zu tun. Wenn ich alles, was irgendwie populär ist und vielleicht einen Wirbel mache, als populistisch bezeichne, dann hat der Begriff keinen Sinn mehr. Und darum, jetzt kann man sagen, gibt es auch einen Linkspopulismus? Ja, gäbe es auch, wenn ein Linkspopulist, diskutiere ich immer mit der Stefanie, wenn ein Linkspopulist oder sagt,
Also nur diese Kapitalisten hier und diese Öl- oder was ich, diese Konzerne, die sind schuld, dass uns nichts gut geht. Wie hier, oder der Herr Maduro sagt, nur die Amerikaner sind schuld, dass bei uns jetzt schlecht geht, dann ist es Linkspopulismus. Aber Populismus in dem Sinn ist aus meiner Sicht immer was Negatives, weil sonst hat der Begriff keinen Sinn. Aber Populismus heißt nicht, oder wenn man gegen den Populismus ist, heißt nicht, dass man nicht populär sein soll, dass man nicht Ideen entwickelt, wie man ein bisschen die Dinge lustig darstellt. Ich finde überhaupt, dass wir auch der Regierung gegenüber viel zu wenig manchmal was lächerlich machen. Zum Beispiel dieses Gesetz über, was war das Gesetz, das da über die Arbeitszeit, wo dann die Ersten gekommen sind, über den 60-Stunden-Tag, die Ersten kommen und sagen, wir wissen, wie man das umsetzen soll. Da hätte ich sofort gesagt, na, was ist denn das für eine stümperhafte Regierung? Und nicht unbedingt immer mit Kanonen schießen. Also das ist, gehört auch in die Politik hinein, gewisse Dinge einfach lächerlich zu machen. Aber das hat mit Populismus nichts zu tun, finde ich. Das heißt, hat der Begriff keinen Sinn mehr. Ich kann mich dem anschließen. Ich glaube auch, dass es eher darum gehen muss, Inhalte zu popularisieren, im Sinne davon runterzubrechen, verständlich zu machen. Ich komme ja eigentlich eher so aus der politischen Bildungsarbeit und deswegen geht es mir da auch viel mehr um nachhaltige Veränderungen und nicht irgendwie um ein kurzzeitiges Umlenken von Deutungshoheiten oder Interpretationsweisen. Also ich glaube, dass schon eine der nachhaltigsten Strategien halt ist, in der Bildung anzusetzen, aber jetzt nicht irgendwie mit diesem Vorurteil, dass alle Menschen, wenn sie einen höheren Abschluss haben, automatisch irgendwie gebildetere Menschen wären, sondern halt wirklich eher im Hinblick auf eine Bildung zur Mündigkeit, also Menschen wirklich die Fähigkeit zu geben, wirklich auch selbst entscheiden zu können über gesellschaftlich relevante Fragen, weil sie das dafür nötige Wissen haben, um sich auszukennen, um sich orientieren zu können. Und das, finde ich, ist gerade auch bei Genderfragen ein ganz wichtiges Thema, dass einfach ganz viele durch diese Umbruchssituationen, wo sich geschlechtliche Identitäten vervielfältigen, was auf den ersten Blick oftmals so erscheinen mag, dass man sich gar nicht mehr auskennt, wie man jetzt wen ansprechen kann und was schon alles Diskriminierung ist und so, dass viele Menschen halt sich dadurch total einschüchtern lassen, beängstigt sind und halt in so einer platten Abwehrreaktion dann alles schlecht machen, was mit Veränderung verbunden ist, weil irgendwie im Frühjahr war alles so einfach und so klar und so deutlich. Und ich glaube, hier muss man einfach ansetzen und ich mag zwar nicht diesen Diskurs um die Ängste nehmen und so weiter, aber ich glaube schon, dass man halt einfach genau mit dieser Sexualpädagogik der Vielfalt ganz wirkungsvolle Ergebnisse erreichen kann, wenn es einfach selbstverständlich ist im Kindergarten, dass manche haben nur einen Elternteil, was sich um sie kümmert, manche haben mehrere Papas und Mamas und manche haben halt eben zwei Mamas und zwei Papas. Und wenn das von Anfang an ganz selbstverständlich ist, wenn man mit dem aufwächst, als wenn es das Normalste auf der Welt ist, dann wird man später in der Pubertät oder so auch nie sich davon bedroht fühlen oder Sinnkrisen bekommen und ähnliches. Und genauso wie dass es absolut okay ist, wenn ein Mädchen mal mit den Autos spielt und die Buben in der Puppenecke. Ich meine, das klingt so banal, aber das ist leider in österreichischen Kindergärten noch immer der Fall, dass Kindergartenpädagoginnen die Buben aus der Puppenecke wegschicken und sagen, das gehört sich nicht. Und das sind, finde ich, halt die Ebenen, wo man wirklich nachhaltige Veränderungen erzielen kann, wenn man halt früh genug ansetzt, weil eben wenn mal Einstellungen gefestigt sind, dann ist es deutlich schwieriger, die ins Wanken zu bringen und daran zu rütteln. Und dementsprechend, ja, glaube ich, dass es stark darum gehen muss, die Inhalte verständlich zu machen und das überzeugendere Gesellschaftsbild zu propagieren, als es populistisch zu verkaufen. Ja. Ja, das waren Volltrefferfragen, würde ich sagen. Hat jeder was zu sagen. Jetzt noch einmal eine letzte Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es noch Fragen hier vorne? Bitte schön. Ich habe den Eindruck, dass gerade in der jetzigen Regierungskoalition eher die These vorherrscht, über Dinge zu schweigen, solange es geht, oder zu verschweigen, verkürzt zu argumentieren,
oder falsche Pfade zu führen. Und das bedeutet natürlich auch, dass in der Gesellschaft, wenn über Dinge nicht diskutiert wird, dann gibt es diese Probleme auch nicht. Dann gibt es eine schweigende Mehrheit, die das so akzeptiert. Ist das auch ein Eindruck, der irgendwie im Podium vorherrscht? Und was müsste man da, wenn es so ist, eigentlich dagegen machen? Es ist irgendwie eine geschickte Strategie, denen sozusagen, also die Bevölkerung in einer gewissen Sicherheit zu wiegen, dass die meisten Menschen davon profitieren, weil andere Nachteile haben, wie schon angesprochen worden ist, also Migranten und so weiter, Ausländer. Da kann uns einen nichts passieren, aber andererseits wird auch vieles eben so auf diese Weise zugedeckt, dass es sozusagen gar nicht kein Problem zu geben scheint. Und ich verstehe auch nicht, warum es nicht mehr Widerstand in der Bevölkerung eben gibt, aber das ist scheinbar eine praktische Strategie und auch von den Oppositionsparteien. Ich glaube, aus dem SPÖ-Bereich hat man ja den Eindruck, dass da wirklich etwas dagegen gehalten wird. Ich gebe die Frage an das Panel weiter. Ich fange vielleicht mal an. Also ich glaube, dass einerseits die Art und Weise, wie die aktuelle Regierung Politik macht, sie jetzt wahrscheinlich von anderen Regierungen auch nicht so stark unterscheidet wie in dem Sinne, dass sie halt versucht, ihre Deutungsweise von gesellschaftlichen Verhältnissen zu verbreiten und das entsprechend in ihre Politik umzusetzen. Also ich würde sagen, die österreichische Regierung ist nicht gewählt worden, obwohl sie rechts oder rechtsextrem ist, sondern weil sie das ist, weil ein großer Teil der Bevölkerung aktuell das als die adäquate Beantwortung von gesellschaftlichen Fragen sieht. Insofern würde ich sagen, dass Aufklärungsarbeit alleine dem nicht entgegenkommen kann, weil die Argumente ja da sind, warum dieses Gesellschaftsmodell einfach vielen beteiligten, betroffenen Personen schadet. Seien es jetzt sozialpolitische Veränderungen, sei es einfach die Art und Weise, wie mit frauenpolitischen Organisationen umgegangen wird, die massiven Kürzungen, die ganze rassistische Politik und so weiter. Also die Palette ist ja endlos lang an diesen politischen Veränderungen, die durch diese Regierung angestrebt wird und auch schon umgesetzt wurde. Aber ich glaube, nur da auf der argumentativen Ebene dagegen zu kommen und zu sagen, das ist schlecht, reicht nicht aus, weil es halt verkennt, was Menschen auch dazu bewegt, diese Regierung oder diese Parteien einfach zu wählen. Und da bin ich wieder bei meinem Anfangsstatement, nämlich bei den Privilegien und dem Zugang zu gesellschaftlichen Privilegien, die hier einfach ganz, ganz stark bedroht verkauft werden, also dass die eigene gesellschaftliche Position bedroht ist, dass es hier einfach diese Angst- und Ohnmachtsgefühle gibt, wo man ganz einfach reinpreschen kann und die lösen kann, indem man sagt, du bist mehr wert und du sollst mehr wert sein und du sollst mehr Zugang zu diesen Privilegien haben und gesellschaftliche Fragen sollen einzig und allein in deinem Interesse beantwortet werden. Und ich glaube, wenn man da nicht anknüpft, das zu sehen, dann hilft die beste Aufklärungsarbeit nicht, weil der psychische Gewinn, den Menschen, die rechts wählen, davon haben, von diesen Privilegien versprechen, deutlich mehr zählt als Argumente von einer vielfältigen, pluralen Gesellschaft. Und dementsprechend würde ich auch sagen, die Regierung macht das, wofür sie gewählt wurde und ich glaube nicht, dass es da jetzt so viel zum Aufdecken gibt, beziehungsweise passiert dieses Aufdecken ja eh permanent von kritischen Wissenschaftlerinnen, von kritischen Journalistinnen, von NGOs, die sich stark machen gegen diese von der Regierung angestrebten politischen Maßnahmen und ja. Ich sehe das nicht ganz so. Ich finde schon, dass sie das
nicht von dem, also sie machen etwas schon anders als frühere Regierungen und das hat damit zu tun, dass sie inhaltlich ähnlicher sind, als die Große Koalition es je war. Ja? Und auch das, so quasi das Miteinander können, die Chemie, also ja, zwischen den Hauptakteuren, ja, das ist auch in der Politik ganz wichtig. Ja? Wenn du mit jemandem kannst, auch wenn er ganz andere Inhalte vertritt, dann ist das leichter, als wenn du jemanden nicht ausstehen kannst. Ja? Oder jemanden mit, ja. Und das kennen die besser als die früheren Großen Koalitionen. Und das ist, also dieses, und das haben sie sich auch vorgenommen, einfach nicht zu streiten. Es wundert mich oft sehr, dass sie, wie sie das unterm Deckel halten, die Konflikte, die es gibt. Aber das finde ich, habe auch den Eindruck, das, also nicht nur ich glaube, das ist auch zum Teil auch belegt, dass das auch in der Bevölkerung einfach sehr gut ankommt, dass die nicht streiten, nicht ständig streiten. Und das ist sozusagen diese Sehnsucht nach heiler Welt, das klingt jetzt banal, ja? Aber ich glaube, so banal ist es manchmal. Und das machen es anders als Regierungen davor. Und das, glaube ich, gibt ihnen auch ganz viel Macht. Ja? Weil dann die Inhalte, ich meine, ich wundere mich auch, die Leute, also ich denke mal, die Leute müssen vielleicht erst nächstes Jahr oder so dann viele der Ärmeren oder auch die ärmer gemacht werden jetzt, dann schon irgendwann einmal kapieren, dass das nicht gescheit ist für sie. Aber wenn das Bild immer so schön ist und dargestellt und so keine Konflikte, dann ist das, glaube ich, für jetzt nicht die Leute, die eh schon sehr politisch sind, sondern für die anderen viel schwieriger, dann da anfangen, sich dagegen zu wehren, weil die sind doch eh so nett, schauen doch eh so gut aus. Ich tue jetzt sehr polemisieren. Ja? Aber ich glaube schon, dass da was dran ist, das eine. Das andere ist, ich meine, das Angstmachen und Neidschüren, das ist ja aufbereitet worden schon seit langem. Ja? Ich meine, unsere Boulevardmedien, die Krone, jetzt macht es Österreich genauso, andere, die haben einfach über Jahre mit und mit der FPÖ, seit 86, seitdem der Haider an die Macht gekommen ist. Ja, das ist einfach, im Europaparlament, wenn andere wie die AfD stark geworden ist, ich habe immer gesagt, wir haben das schon seit langem, so Regierungen, die so, also nicht Regierungen, Parteien, die so agieren. Für uns ist das nichts Neues. Ja. Und das ist, glaube ich, also auch im europäischen Kontext, Österreich war da leider Pionier. Ja. Also unter Anführungszeichen, Pionier klingt immer so als was Positives. Ja. Und das Zweite, ich muss das jetzt doch noch kurz anfangen. Ich finde schon, dass, also wenn du die Wortwurzel vom Populismus nimmst, dann ist es etwas, was dem Volk gefällt oder was populär ist. Und insofern finde ich schon, dass es einen Unterschied gibt, vielleicht sollte man es eher populär nennen als populistisch, aber das Populismus, das, wo es Ideologie ist, ist das mit Sündenböcke immer suchen etwas und wirklich den Leuten das Blaue vom Himmel verkaufen. Aber gleichzeitig finde ich schon auch, es ist auch eine Methode dabei, wie du es machst. Ja. Und der Haider hat das einfach sehr gut können von Anfang an. Die Inhalte, dieses Angstmachen, immer den anderen Sündenbock zuschieben, der hat das wirklich super gemacht. Aber er hat auch von der Methode her, wie tust du etwas jetzt populär oder... Ich finde schon, dass der Populismus auch als Methode zu sehen ist und nicht nur eine Ideologie. Ja. Aber ich weiß es nicht, ob das wissenschaftlich auch belegt ist, das weiß ich nicht. Ich kann es nur aus den Debatten, die wir auch innerhalb auch der europäischen Grünen hatten, wir haben da vor Jahren, ist ein Buch, das ist schon lange herausgekommen, da waren das auch so Debatten. Ist jetzt Populismus wirklich eine Ideologie oder ist es vor allem eine Methode? Oder ist es so quasi eine Mischung von beiden? Ich glaube, mittlerweile wird es verwendet für eine Ideologie. Ja? Diese Ideologie macht das mit einer gewissen Methode. Und die heißt, die Dinge verkürzen, die Dinge so, dass Emotionen geschürt werden, vor allem negative. Also insofern finde ich, es ist eine Mischung aus Methode und Ideologie. Ja. Ja, da stimme ich zu, natürlich, weil sich das anpasst, das gehört zusammen. Natürlich kann man jetzt im Einzelfall sagen, der Haider erwähnt das, der hatte damals, jetzt war ich noch so jung, aber die bunten Tafeln ins Fernsehen gehalten, was ein Arbeiterkammerpräsident oder sonst wie alles verdient. Das ist, auch wenn man so will, Populismus, aber hat auch seinen Grund, weil es wirklich unfair war, wie hoch diese Einkommen waren. Der Zweck war natürlich nicht, darüber hinwegzusehen, wie viele Leute am unteren Ende einfach nichts verdienen oder wenig verdienen. Aber noch zu der Frage, das hängt vielleicht gleich damit zusammen. Ich habe vor wenigen Tagen eine Statistik gelesen, eine Publikation, die die Regierung herausgegeben hat,
sagen wir jetzt wirklich neutral, dass 26% der Kinder in Österreich armutsgefährdet sind. Entweder in Armut leben oder armutsgefährdet sind. Das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Das kann sich auch nicht so kurzfristig, vielleicht in den nächsten Jahren noch mehr. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein Viertel der Kinder in dem reichen Österreich armutsgefährdet sind oder in Armut leben, ist etwas, was wir eigentlich sehr lange irgendwie akzeptiert haben. Und wir haben viele Dinge akzeptiert, viel zu lange. Und daher ist es für diese Regierung relativ leicht, auch dann Dinge einzuführen, die halt vielleicht noch 5% hinzufügen an armen oder armutsgefährdeten Kindern, ohne dass es besonders auffällt. Das ist, glaube ich, eines der Probleme, dass bei all dem Fortschritt, den wir immer wieder gemacht haben, und das ist ja sicherlich viel passiert, wir gewisse grundlegende Dinge, was gerade Armut betrifft, und wir haben vielleicht über Vermögen geredet, ja, Vermögensteuer und so weiter, aber wir haben einfach so wenig geredet über das, was das zentrale Problem ist, nämlich, dass es Armut gibt und dass man dann vielleicht eine Vermögensteuer machen müsste, damit umverteilt werden kann oder damit eben Familienbeihilfen erhöht werden können, etc. Und das, glaube ich, ist ein Problem, dass wir wieder jetzt so stärker aufgreifen müssen und überlegen, und das finde ich eben nicht populistisch und das ist ganz zentral, wie können wir vermitteln, dass wir eine Gesellschaft, wo ein Viertel der Kinder, um ein Beispiel zu nehmen, armutsgefährdet ist, ist eigentlich keine gute Gesellschaft. Ist eigentlich keine Gesellschaft, die sagt, gleiches Recht für alle, gleiche Chancen für alle. Wie sollen denn die armutsgefährdeten Kinder die gleichen Chancen haben wie die Kinder der Mittel- oder überhaupt der Oberklasse? Und das muss man, glaube ich, mehr vermitteln, dass dieses Gesellschaftsbild, das diese Regierung jetzt hat, durchaus das völlig akzeptiert, vielleicht sogar noch einen Teil der Kinder hinzuschickt. Das haben wir ja gesehen durch verschiedene gesetzliche Maßnahmen. Noch, vor allem wenn es Ausländer sind oder aus großen Familien, die werden dann noch armutsgefährdeter. Und wir reden viel zu wenig, oder ich vertrete sehr natürlich das EU-Recht, aber das Entscheidende, zum Beispiel bei der Indexierung der Familienbeihilfe, ist nicht, dass man immer rennt, ist es EU-konform oder nicht. Das Entscheidende ist, es raubt Menschen, die hier in dieses Land kommen, um unsere alten Menschen zu pflegen bei einer 24-Stunden-Pflege, nimmt denen ein Geld weg. Und wenn es argumentiert, ja, aber der Index dort und die Lebenshaltungskosten, allein was die Frau, was das sozusagen die Frau ja leisten muss, damit das Kind irgendwo versorgt wird oder damit sie halt alle 14 Tage zurückfahren zu den Kindern. Ja? Wir akzeptieren, dass die Debatte über die Kürzung der Familienbeihilfe für eher die Ärmsten, die dazu da sind, um unsere Leute zu pflegen, ist es jetzt EU-konform oder nicht, anstatt zu sagen, es nimmt wirklich diesen Leuten einfach Geld weg. Abgesehen davon, dass vielleicht, wenn die dann wegbleiben würden, wenn sie sagen, dann zahlt sich es nicht mehr aus für mich, was wir dann machen, ist eine andere Frage. Also wir müssen, glaube ich, schon auf die zentralen Fragen stärker eingehen, wie eben die Armut, wie eben, was bedeutet diese Kürzungen, die eigentlich so gerecht sind, was bedeuten sie in Wirklichkeit? Und nicht auf formale Dinge hinweisen, sondern wirklich, das glaube ich, ist zu wenig den Leuten bewusst. Es gibt einige, die verteidigen das trotzdem, aber ich glaube, es ist zu wenig den Leuten bewusst geworden, was solche Maßnahmen für den Zusammenhalt der Gesellschaft, für das, was wir unter einer gerechten Gesellschaft verstehen würden, bedeutet. Da müsste man, glaube ich, mehr ansetzen. Darf ich da vielleicht nur ganz kurz einhaken? Also ich glaube das auch, und das haben wir beim Frauenvolksbegehren sehr dezidiert gemacht. Und also einfach sagen, was ist. Und ich glaube, wir müssen sagen, dass diese Gesellschaft und so wie wir die Gesellschaft aktuell organisieren, dass es nicht funktioniert. Dass es für die Mehrheit nicht funktioniert, dass es für Frauen nicht funktioniert, dass es für Migrantinnen nicht funktioniert, dass es für behinderte Menschen nicht funktioniert, dass es mit Menschen mit sehr vielen anderen Einschränkungen nicht funktioniert. Also vielleicht ist das populistisch, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir müssen einfach sagen, dass dieser Status quo unbefriedigend ist. Und das gelingt rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien und Organisationen sehr gut, die sagen das auch, aber ihre Lösungen und ihr Gesellschaftsbild, also ihr alternatives Gesellschaftsbild ist ein anderes. Aber wir sagen das nicht und akzeptieren in Wahrheit, dass halt
sehr wenige Menschen sehr viele Privilegien haben und ökologische Fragen so und so nicht gestellt werden. Also ich glaube, in der Analyse sind wir uns eigentlich interessanterweise sehr ähnlich. Also ich sage als feministische, progressive Frau, diese Gesellschaft funktioniert für mich und für viele Hunderttausende und Millionen andere auch nicht. Meine Lösungen sind andere. Und da fand ich sehr spannend, was Judith gesagt hat, dass quasi den Rechtspopulisten sehr gut gelingt, einen psychischen Gewinn mit ihrem alternativen Gesellschaftsmodell zu verkaufen. Und das muss uns auch gelingen. Ich glaube, wir müssen auch Sehnsüchte in Menschen wecken, ihn an diese alternative Gesellschaft, an dieses andere mögliche Bild einer Gesellschaft. Und da sehe ich im Moment auch sehr wenig. Also diese Visionsarbeit, diese Utopiearbeit wird nicht gemacht. Und wir sind dann wieder in Diskursen, wo es um ein Burka-Verbot geht, das tatsächlich in Österreich ein paar wenige hunderte Frauen betrifft. Nicht, dass es wichtige Themen sind, aber ich habe das Gefühl, wir sind ganz oft dann in dieser Ja-Aber-Diskussion und von der Hierarchie der Diskurslagen gewinnt im Moment jeder rassistische Diskurs. Ich mag mich gar nicht mehr darauf einlassen, ich möchte dezidiert Utopiearbeit machen und ich glaube, das ist total notwendig, weil wir sonst diesen Diskurs nicht mehr verlassen können, weil wir in dem irgendwie hinten drinnen kleben und uns im Kreis drehen. Aber ich glaube, das müssen quasi progressive Parteien, Zivilgesellschaftsstrukturen bedenken, dass Menschen diesen psychischen Gewinn haben wollen. Sie wählen uns, weil sie wissen oder zumindest für ihre Kinder fühlen wollen, dass es eventuell wieder bergauf geht. Weil ich glaube, und da dürfen wir uns, glaube ich, echt alle nicht mehr anlügen, diese Gesellschaft funktioniert für viele nicht. Und sie wird auch so nicht mehr, allein aus ökologischen Gründen, nicht mehr funktionieren. Und da würde ich mir halt dann schon oft, ich glaube, da sind Sie ähnlich, dann eben auch von progressiven Parteien wünschen, dass das in dieser Klarheit auch gesagt wird. Vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Frage. Versuchen es kurz zu halten, bitte. Ja, ich würde mich gerne erstens bedanken für den tollen Abend. Aber noch etwas dazu ergänzen oder etwas meine Meinung dazu sagen. Ich höre den ganzen Abend auch vom Publikum, aber auch sehr oft auch vom Podium. Wir sollen auch so werden. Ich hoffe, ihr seid nicht so wie die. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen nicht noch etwas Gleiche. Ich glaube, dass das eigentlich, was diese Wort Populismus, wo heute 100-mal erwähnt wurde, das ist nicht unsere Lösung ist. Lösung für die Gesellschaft ist nicht das, dass die quasi bessere Parteien auch so wie die schlimmen werden in Wortwahl. Nicht im Inhalt, meine ich, klarerweise. Es geht darum, dass die anderen Parteien, die wir haben, ich will gar niemanden benennen, aber die nicht diese Populisten und diese Rechten und diese Extreme sind, die sollen authentisch bleiben und tatsächlich ihre Meinung sagen. Sie sollen einfach sagen, was war die Sozialdemokratie in Österreich? Soll wieder das sagen, was er war. Nicht jetzt beginnen, so irgendwie das sagen, was mit den anderen Parteien vielleicht irgendwie entweder konkurriert oder harmonisiert. Und das ist genau das, was jetzt in letzter Zeit passiert ist. Zum Beispiel dass die Frage, was Stefanie gestellt hat über Burka-Verbot. Burka-Verbot ist eigentlich nur deshalb in Diskussion gekommen wegen Sicherheit. Jemand, der voll zu ist mit irgendwas, erkennt man diese Person nicht. Kann ein Mann sein, kann eine Frau sein, kann Waffe darunter tragen. Es ist eine eigentlich Sicherheitsgrund, dass man sowas nicht akzeptieren will. Niemand sagt das, sondern sagen, das ist nur, wir wollen die Frauen beschützen. Was ist das? Das stimmt überhaupt nicht. Es hat ganz einen anderen Grund und hat nicht mit Frauenschutz zu tun, quasi muslimische Frauen. Was eben so wenige in Österreich gibt, die so etwas überhaupt getragen haben. Und die andere Sache, was mir sehr leid tut und sehr fehlt, sind die Medien. Die Medien machen überhaupt nicht Richtiges, was heute zu nützen ist. Die sind genauso opportunistisch
die machen das, was gerade halt geht, und die sagen nicht wirklich die Wahrheit oder eben irgendetwas, was Aufklärung ist. Die sind konservativ, immer mehr geworden, die sind vorsichtig, die passen sich an und so weiter. Das ist, was ich erlebe. Und das ist das. Danke. Vielen Dank. Gibt es da noch eine Reaktion vom Panel zu? Vielleicht nur kurz, ich glaube, es ist ein Missverständnis. Ich glaube, niemand von uns hat gemeint, dass wir jetzt so werden sollen, wie die da jetzt an der Regierung sind oder die diese Methoden verwenden. Also, sondern ich glaube, also mein Plädoyer ist schon, dass wir, glaube ich, und unterschiedlich von einigen von uns einfach die Art und Weise, wie sie manches tun, ich teile das nicht. Ich finde diese Art von Message Control, also dieses alles zu kontrollieren, was rausgeht, das jede Woche macht, ist ein anderer Minister oder Ministerin dran und es wird alles von kurz quasi kontrolliert. Diese Art, das teile ich nicht, aber ich finde von der Methode her, das als populärer irgendwie zu werden, ja, mehr als Humor zu verwenden, die Dinge so zu formulieren, dass auch Menschen, die nicht ständig im politischen Diskurs sind, es verstehen oder es auch also so zu formulieren, nicht in den Schachtelsätzen und schwierigen Worten etc., sondern so, dass das auch Leute verstehen können, die nicht ständig über Politik nachdenken. Das finde ich, das ist schon etwas, was diese Rechten in einer Art und Weise machen, wahrscheinlich mit NLP-Training und sonstigen, wie ich oder andere das nicht machen. Und ich finde, von den Methoden her gibt es schon Dinge, wo ich finde, die könnten wir auch verwenden. Aber das hat nichts mit den Inhalten zu tun oder dass man Authentizität verliert. Ich habe gesagt, genau diese Methoden muss nicht die andere Partei, es ist genauso, wie ich sage, wenn mein Nachbarin wirklich so eine Primitive ist, soll ich auch primitiv werden. So ist es aber nicht. Wenn es so wäre, dann ist die Gesellschaft noch schrecklicher, als es ist. Die haben diese Methode und ihr könnt andere Methode verwenden, aber doch etwas Wirksames. Nein, es geht ja darum, dass man eine Übersetzungsarbeit leistet, wenn man so will. Wenn man schwierige Themen hat, die wir vielleicht untereinander diskutieren, muss man sie, wenn man dafür gewinnen will, übersetzen in eine einfache Sprache, die aber nicht falsch sein soll. Ja? Ich meine, abgesehen, es ist eine schwierige Debatte, die Michelle Obama hat ja gesagt, if he goes low, also I go high, was wieder kritisiert worden ist, sozusagen, die Überheblichkeit. Ja. Und da muss man eben aufpassen, dass man eine Sprache findet, wenn man mit den Leuten redet, die man überzeugen möchte von einer gewissen Linie, dass es eine Sprache ist, die verständlich ist. Ja. Und das glaube ich, da gebe ich wohl direkt, das macht leider Kurz sehr gut. Und es geht ja nicht darum, dem Herrn Kittel nachzumachen, sondern einfach zu überlegen, wie kann ich etwas vermitteln, vermitteln ist vielleicht der richtige Ausdruck, was ich vielleicht in meinem Kreis oder in der parlamentarischen Sachdebatte kompliziert erzähle. Allein wenn wir jetzt angeschaut haben bei der Frage des Urheberrechts, was nicht gesellschaftspolitisch eine wichtige Frage ist, jetzt nicht unbedingt was den Feminismus betrifft, wie wenig eigentlich vermittelt worden ist, auch von den Medien und zum Teil auch von den Politikern, worum es eigentlich geht oder was sind die kontroversiellen Fragen. Und wir reden oft in einer Art und Weise, auch im Journal, wenn man es hört, im Rundfunk, wo ich mir denke, das versteht 80% der Leute nicht. Wenn dann der Kurz plötzlich auftaucht und in 5 Sätzen irgendwas sagt, was wahrscheinlich gar nicht falsch ist, aber natürlich sehr einseitig ist, plötzlich versteht man es. Und das ist ein Dilemma, aus dem wir rauskommen müssen. Und so habe ich zumindest Ulrike verstanden, also würde ich es verstehen. Vielen Dank, Hannes. Ich würde sagen, angesichts der Zeit würde ich die Frage gerne auf den späteren Teil der Veranstaltung im privaten Rahmen verschieben. Bitte da um Verständnis. Wir haben jetzt gute 2 Stunden hier den Rednern, Rednerinnen und dem Redner zugehört. Dafür möchte ich Ihnen allen danken für Ihr Kommen hier und für die Expertise und das geteilte Wissen. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen. Vielen Dank.
Danke auch dem Kommen hier, dem Publikum, für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Und jetzt laden wir Sie noch ein, auf ein bisschen Wein und ein paar Snacks und vielleicht auch privat noch ins Gespräch zu kommen und auch mit unseren Expertinnen den Fragen noch zu stellen. Vielen Dank.